So, dann würde ich auch mal sagen, können wir jetzt langsam starten, denn die Zeit ist fast abgelaufen und wir sind natürlich alle sehr gespannt, was heute wieder so am Start ist. Wer von euch am Start ist, gucken wir mal. Vielleicht sind die Leute natürlich auch noch draußen bei dem schönen Wetter unterwegs, das kann natürlich auch sein. Aber gut, wir gucken mal. Hallo Yumiko, hallo Yoxo, hallo Capri. Alle heute mit da. Das Thema heute, seht ihr, ist schon ziemlich über den Rand gelaufen hier oben. Verschwörungstheorien. Da will ich das Ganze mal ein bisschen. Oder Corona-Theorien, nennen wir das so. Da müssen wir das nicht ganz so abtun als Verschwörungstheorie. Da wird man ja auch immer direkt für gesteinigt, wenn man das so abtut. Machen wir es ein bisschen neutral. danke, Dampferes, für das Abo, was du geschenkt hast. Vielen Dank dafür. Freut mich natürlich, dass du unterstützt. Und habt ihr gerade gehört, er fragt sich auch, was tust du da eigentlich? Ab morgen dann vegan. Ja, genau. Aber morgen kommt noch ein Video. Das wartet ihr dann natürlich auch ab. Schönes Wetter. Ich war heute schon laufen. Wir wollen heute mal, heute soll Thema sein. Ich werde am Anfang erstmal 5 Minuten jetzt mal ganz kurz noch mal ein bisschen hier Tagesablauf und so, was so anstand, mit euch durchgehen. Aber wir gehen dann auch mal das Video oder Instagram von Cecil durch, denn ich möchte mich mit den Theorien jetzt wirklich mal intensiv beschäftigen. Und auch wenn euch das vielleicht ein bisschen am Arsch vorbeigeht oder euch das auf die Nerven geht, ich werde es auf jeden Fall jetzt erstmal mit einbauen. In den nächsten 2 Tagen kommen noch Ernährungsthemen-Videos, also keine Angst. Aber danach wird in 3 Tagen wieder ein Video kommen, wo es dann eben auch wieder hier rumgeht. Und um das Ganze ordentlich zu machen, mich mit den Fakten zu beschäftigen, möchte ich auch das in den Livestream machen, dass man das Ganze auch nachvollziehen kann. Wo haben wir denn geguckt? Wo sind die Quellen her? Und so weiter und so fort. Das heißt, da kann dann jeder auch nachher gucken. Und ich habe auch ehrlich gesagt auch einfach keinen Bock, nochmal eine Stunde von meinem Leben oder 2 Stunden damit zu opfern, hier so Blödsinn zu widerlegen. Und deshalb möchte ich das dann eher in dem Livestream machen. Und ja, dann machen wir das halt zusammen. Ne? Mitgefangen. Oder wie sagt man Es so gibt schön? gar keine. So, das war ein bisschen zu laut. Gehen wir aber gleich durch. Erstmal ein bisschen auch zum aktuellen Tagesablauf. Und zwar sieht es bei mir so aus, Tagesablauf läuft. Heute Morgen im Fitnessstudio gewesen, heute wieder weniger Koffein auch genommen, gut ausgeschlafen. Fitnessstudio schön mein Hardcore-Programm gemacht, aber auch erstmal locker. Dann, was kam heute noch? Laufen war ich gerade auch noch, 5 Kilometer in mittlerem Tempo. Sah dann so aus, dass ich 19:24 gelaufen bin. Auch relativ locker losgelaufen, wenn man sich das hier anguckt. Wo ist denn das Tempo hin? Habe ich das Tempo schon, wo ist denn das Tempo? Hallo? Leistung, Herzfrequenz, Geschwindigkeit. Ein bisschen so machen. Also, so sieht man es besser. Tempo langsam gesteigert nach hinten raus auch schon mal unter 3:30 gelaufen, den Kilometer. Also schon sehr gut aktuell. Gefällt mir und dementsprechend, ja, laufen wird auch immer besser. Da könnt ihr gespannt sein, was da noch kommt. Das war heute das Training. Kann ich direkt speichern. Donut, du meinst den Dr. Cornwell oder wie er heißt? Ach, der, oh Gott, der hat ja schon wirklich Sekte angestochen wie sonst was. Aber wir gucken uns gleich mal hier an. Dann, für alle, die vielleicht mitmachen wollen bei diesen Quellen und Quellenbelegen und Faktencheck-Ding, wir haben hier eine Tabelle jetzt angelegt auf dem Discord-Channel, wo jeder dann eintragen kann. Wir tragen den Namen der Person ein, die das gesagt hat. Ja, also zum Beispiel Coach Cecil oder Ken Jebsen. Vielleicht auch nicht hier Einlauf Lars und Ische, sondern Ruhe Energie. Weil sonst macht man sich direkt wieder angreifbar, dass man die Leute in irgendeiner Weise beleidigt oder sonstiges. Aber das Thema hatten wir sowieso schon hier. Ken Jebsen, Regenbogenkreis, was auch immer.
nur zum Schwindelambulanz, sowas ist dann, ne? Also dann hier die Kernaussage, die These, die die Leute dann in den Raum stellen, mal reinzuschreiben. Dann bitte auch einen Link zu der Quelle, wo ich das nachlesen kann, mit Zeitstempel. Weil ich möchte nicht mir ein ganzes 30-Minuten-Video angucken, um die Aussage zu finden, sondern dann bitte das Ganze mit Zeitstempel belegen, Screenshot hochladen oder sonst was, dazu ein paar Infos reinschreiben, damit ich auch weiß, worum es dann geht oder was ihr dahinter vermutet. Und dann werde ich das mit in ein Themenvideo aufnehmen und werde gucken, ob das stimmt, was da steht, ob die Quellen stimmen und so weiter und so fort. Ich denke, das ist eine ganz coole Sache, um das Ganze mal ordentlich anzugehen. Wo findet ihr den Link? Den findet ihr auch auf meiner Homepage unter Links oben. Und dann könnt ihr unten Quellen für Corona-Theorien, habe ich extra einen zeitlich begrenzten Link, also danielpugge.de/Theorien. Und dann kommt ihr auf diese Tabelle und könnt hier mit reinschreiben. Es lohnt sich nicht, da irgendwie Scheiße reinzuschreiben oder so. Das wird dann entweder gelöscht oder wird einfach rückgängig gemacht oder ihr werdet blockiert oder wie auch immer. Das heißt, wenn ihr wirklich mitarbeiten wollt und die Fakten gecheckt haben wollt, dann schreibt doch bitte die entsprechenden Sachen rein, die Theorien rein, die euch dann interessieren, wie zum Beispiel hier oben suggeriert, dass 5G Krebs verursacht oder sonstiges. Wo ist das hergekommen? Also in welchem Beitrag kann ich das sehen? Mit Zeitstempel, Infos nochmal dazu hinschreiben und dann kann ich das in dem Video abarbeiten. So, so sieht das Ganze aus, so möchte ich das machen, damit nicht alle Leute immer schreien, ja, wir wollen aber Fakten, Fakten, Fakten. Es sind ja noch nicht genug Fakten, ne, in dem anderen Video. Gut. Zweimal am Rad drehen haben wir schon hier. Einmal Capri und einmal der Duck. Machen wir natürlich gleich auch. Witzig, wenn ich das auf YouTube eingebe, wird mir Pugges Kanal angezeigt. Wenn du was eingibst. Heil Corona, ihr Systemkartoffeln, oder was? Gut, auf jeden Fall ist das, denke ich mal, auch für alle Leute, die ein bisschen kritisch sind oder kritisch sein wollen oder auch an mir kritisch sind und mit meiner Arbeitsweise nicht zufrieden sind und so, ist, glaube ich, das eine optimale Methode, um jetzt mal hier entsprechend zu gucken, was ist da eigentlich. Ich poste das nochmal hier in den Chat rein, dann könnt ihr das eben auch nochmal kopieren und was dazu schreiben später. Und fertig. Aufklärungsscharlatane. Ach so, meinst du das, ja. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Und ich möchte mich heute in dem Livestream mal ganz kurz durch den alltäglichen Instagram-Wahnsinn hier ein bisschen durchfriemeln, damit ich das hier schon mal so ein bisschen zurechtschneiden kann. Und damit auch die Leute sehen, dass das alles hier, wen es dann interessiert. Ihr könnt das ja alles nachher nachvollziehen. Ihr seht dann einfach, dass ich da kein Schundluder mittreibe oder sonstiges oder alles zurechtschneide, wie es mir gerade passt. Was da auch immer für Sachen kommen. Das ist einfach der Wahnsinn, wie komisch die Leute heutzutage sind. So. Die lassen euch gehen. Das haben wir. Ich mache das mal hier auf meinen Ohrstöpsel. So, Luna ist auch da. Ich hoffe, Luna hat das auch mitbekommen mit der Online-Tabelle, mit den Quellen. Ich denke, das ist eine sehr gute Sache. Es gab jetzt auch, das hier fand ich zum Beispiel ganz gut. Das können wir uns mal angucken hier. Das hier, diese Corona-Ampel, die kann ich euch mal erklären. Da würde ich gerne auch ein Video drüber machen. Wird jetzt ein bisschen Corona-lastig die nächste Zeit, aber ich denke, das ist auch zu verschmerzen und nachzuvollziehen so ein bisschen. Weil ich finde halt, ich weiß nicht, wie ihr das denkt, aber ich finde, wenn man nichts sagt, dann, ja, ist das immer sehr blöd. So, Desktop-Audio, Einstellung. Und auch wenn jetzt hier Leute zuschauen, die für diese Ken Jebsen-Leute und Cecil und was weiß ich nicht was sind, kommt da jetzt rein hier und macht einfach mit. Also die Corona-Ampel finde ich zum Beispiel ganz gut. Das ist eine Methode, wo man eben sich nicht nur auf einen Wert beschränkt, sondern man hat hier drei verschiedene Möglichkeiten, an denen man was festmachen kann. Einmal Reproduktionsfaktor für Berlin, haben die das jetzt hier mal beispielhaft eben dann überlegt. Wenn der Reproduktionsfaktor unter 1,1 ist, ist alles in Ordnung, aktuell bei 0,79. Wenn er bei 1,1 ist, ist eine gelbe Ampel, wenn er bei 1,2 ist, ist eine rote Ampel. Gut. Neuinfektionen in 7 Tagen
geht man eben hier, also pro Woche je 100.000 Einwohner. Das bedeutet dann in Berlin, wenn das Ganze aktuell bei 1,168 ist, ist alles in Ordnung. Wenn das unter 20 bleibt, ist es auch grün. Wenn es ab 20 ist, ist es gelb. Wenn es ab 30 ist, pro 100.000 Einwohner, ist es rot. Das bedeutet aber schon, dass sich dann eben 1.130 Leute in 7 Tagen in Berlin anstecken müssten. Dann die Auslastung der Kapazitäten von Intensivbetten. Ja, das bedeutet, wenn noch mit den Betten alles in Ordnung ist, dann ist auch alles in Ordnung. Und jetzt macht man das einfach so hier, wenn 2 Ampeln gelb sind, ja, also wenn jetzt hier Reproduktionszahl und Neuinfektionen beispielsweise gelb wären und der letzte aber noch grün wäre, dann wäre es so, dass eben der Senat zumindest auch Gegenmaßnahmen schon mal vorbereiten muss, falls es dazu kommt, dass eben die Ampel dann doch rot wird. Und wenn 2 der 3 Ampeln dann eben rot sind, dann werden eben Maßnahmen beschlossen, das Ganze einzudämmen. Das heißt, wenn man eben eine Reproduktionszahl gelb hat, Neuinfektionen rot und Krankenhausbetten noch gelb oder grün, dann wird halt noch nichts gemacht. Also das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, wie man das Ganze vielleicht auch ein bisschen lockerer auch betrachten kann. Du redest gerade verschwörerische Sachen, ja. So, das war auf jeden Fall das, was ich ganz gut fand. So, wir können ja mal kurz gucken, was gibt's auf YouTube. Auch nicht wirklich viel Neues. Mr. Raw labert irgendwas über Öle und Fette. Ken Jebsen spammt wieder zu mit Videos ohne Ende. Eins nach dem anderen. Lichtblick zeigt immer wieder seine gleiche Tabelle und seinen gleichen Fett-Scam-Scheiß. Warum süßes Fett macht, Donuts, Torte, Schokolade, eigentlich immer genau das Gleiche. Also ihr hört euch eigentlich immer nur ein Video in Schleife an. Vegan Gains, auch nicht interessant, bla bla bla. Also von daher können wir uns jetzt mal mit Cecile beschäftigen und gucken uns mal an, was wir denn hier so an Faktencheck rausholen können. So. Ist es nicht komisch, dass alle den gleichen Text vorlesen? Ja, möglich, ne? So, aber das ist uninteressant. Das ist ja auch kein Beleg für irgendwas. Nutella-Schnittchen machen, ja. Vorschläge für richtig geile Titelnamen oder ein Titel bekommen, muss kurz sein, hatte vorher geplant, Monopol, Weltherrschaft, aber der Titel ist nicht spannend genug, aha. Gut, gut. Auch nicht interessant. So, das ist zum Beispiel das Erste, was man nehmen könnte. Teilen Zigaretten günstiger mit mehr Inhalt, Real. Ist natürlich klar, dass Real damit Werbung macht, weil die verdienen Geld damit, Real, und die Zigarettenindustrie natürlich auch. Vielleicht hat jemand noch weitere Ideen, wie man dem Volk schaden kann. Einfach mal E-Mail ans RKI schicken. Ich weiß nicht, was das mit den Zigaretten zu tun hat. Was hat das RKI jetzt mit den Zigaretten zu tun oder mit der Werbung zu tun, die Real hier macht? Also er versucht hier wieder Dinge in Zusammenhang zu bringen, die nicht in Zusammenhang gesehen werden können. Und das ist natürlich dann eine versuchte Manipulation. Und also der Fakt, ne, wir wollen ja hier Fakten. Klappe da draußen. Den Fakt, den er schaffen möchte, ist, dass das RKI dafür verantwortlich ist, dass die Zigarettenpreise günstiger sind. Gut. Lassen wir mal so stehen. Schnauze! Ja? Darauf erstmal ein Schweppes Zero American Ginger Ale. Paul Unterleitner hat einen Tag lang die vegane Ernährung getestet. Aha. Hat er einen Tag lang Fasten gemacht oder was? Schlachthöfe bald alle geschlossen. Keine Ahnung, du. So, auf jeden Fall, das Erste, was er schon postet, ist totaler Quatsch. Hat überhaupt gar keinen Sinn und bringt nichts zur Diskussion bei. Punkt Nummer 2 ist also kein Fakt. Zweiklassengesellschaft etabliert sich übrigens wohl wieder rechtswidrig Grundartikel 21 der Charta missachtet. Der Kater. Da soll er mal bei sich zu Hause in der Kater nachgucken. Die Nichtdiskriminierung wegen genetischer Merkmale und vor allem laut Professor so und so sinnlos, weil man kann ein Tröpfcheninfektion nicht tracken. Man trifft 300.000 Menschen in einer Woche, was willst du da tracken? Wer die App hat, soll zuerst wieder in Restaurants dürfen. So, die Quelle, die überprüfen wir jetzt mal, würde ich sagen. Das können wir hier ganz leicht machen. Und Axel Voss im Interview.
Das ist von der Welt oder was? In der FAZ? FAZ, Axel Voss im Interview. App, Restaurant. So, da gucken wir uns mal an, was da jetzt hintersteckt. Hinter seiner These hier. Blocki. Axel Voss will Anreize schaffen. So, von wann ist das Ganze? Aktualisiert am 8.5. Das ist also schon ein paar Tage her. Ich glaube, die spielen darauf an, dass in den 50er Rauchen von Ärzten empfohlen wurde, daher Rauchen gesund. Ja, aber das hat ja nichts mit der aktuellen Thematik zu tun und vor allen Dingen können wir ganz leicht Gegenbeispiele bringen. Die Regierung hat das Rauchen erstmal teurer gemacht. Die Regierung hat den Zugang zu Zigaretten stärker beschränkt. Das heißt, du kannst an Zigarettenautomaten nur noch mit Ausweis und was weiß ich nicht was. Drittens, es wurden diese Bilder auf den Zigaretten, die abstoßend wirken sollen, wurden drauf, wurde denen zur Pflicht aufgelegt, wo die Zigarettenindustrie auch gegen geklagt hat, was weiß ich nicht, was die gemacht haben. Also dann einfach zu behaupten, die Regierung würde einfach gar nichts gegen den Zigarettenkonsum zu machen, ist falsch. Ganz einfach. Dass Nikotin gegen Corona hilft. I'm schooled, bro. Fuck off. So, herzlich willkommen hier Max Grassfed zur täglichen Schwurbelrunde. Ja, ist auf Twitch. Also Nikotin selber kann ja einen Effekt haben mit dem Körper. Das ist ja nicht abwegig. Ja, es geht aber nicht ums Rauchen. Das verstehen, glaube ich, viele auch nicht so ganz, dass Nikotin eben auch durch Nikotin-Kaugummis aufgenommen werden kann, durch Tabletten, was weiß ich, oder durch Nikotin-Pflaster etc. Ich weiß nicht, was an dieser Studie dran ist, aber das bedeutet nicht, dass die Zigarettenindustrie jetzt eine Studie in Auftrag gegeben hat, die dann die Leute wieder zum Rauchen bewegen soll. Also das Nikotin selber hat eine andere Auswirkung dann als eben das Rauchen selber. Deshalb ist das eben auch einfach Quatsch. So. Axel Voss sitzt im EU-Parlament, der kann Thesen aufstellen, wie er will. Genau. Also, wir können ja mal... Jetzt ist die Frage, wie macht man das am besten? Ich habe trotzdem lieber Corona als Lungenkrebs. Ja, das natürlich auch. Von Helden und seinen Vitamin-D-Behauptungen sind auch klasse. Er bezeichnet in seinem Video Vitamin-D als Schluckimpfung gegen Corona. Vegan mit hoher Energie und roh vegan am Lungen... Ja, das haben wir auch schon in dem letzten Video, weil es dafür überhaupt gar keine Grundlage gibt, zu sagen, Vitamin-D-Supplementierung hilft jetzt für einen besseren Corona-Verlauf oder Covid-19-Verlauf. Das ist einfach Quatsch, das geben die Studien gar nicht her. Es ist eine Korrelation, dass Leute mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel einfach auch anfälliger sind, was natürlich auch darauf zurückzuschließen ist, dass diese Leute wahrscheinlich eher zu Hause sind, sich nicht bewegen und übergewichtig sind und krank sind, die natürlich dann einen schlechteren Verlauf haben. Ja, also, ich habe das eine Video ja schon gemacht zu Ruhe Energie und es ist, und vor allen Dingen, wenn du mit Vitamin D anfängst, bist du sowieso sofort der Buhmann. Wenn du irgendwas sagst, dass Vitamin D eben vielleicht doch nicht der Allheilbringer ist, bist du direkt der Buhmann und bist bei allen Leuten irgendwie unten durch. Die Leute kapieren das einfach nicht. Egal, Axel Voss, gehen wir jetzt mal durch und dann machen wir unsere erste Sportübung hier. Wir müssen nämlich schon 2-3 Mal am Rad drehen. Also, Axel Voss, was hat er jetzt gesagt? Auch Reisen will der Europaabgeordnete an die App knüpfen und digitale Immunitätsnachweise. Warte mal, ich muss das mal ein bisschen anders machen in dem anderen Browser hier. Sonst kann ich das nicht markieren. Rauchen an sich ist auch ungesund. Ja, das ist natürlich richtig. So, aktualisiert am 8. Wann ist das erschienen? Das ist nämlich auch die Frage, weil mittlerweile ist die App ja auch nicht mehr durch. Also hier steht nur aktualisiert. Wäre natürlich jetzt schön zu wissen. Ja, ist natürlich toll, dass hier kein ursprüngliches Datum steht. So, steht hier ein Datum zufällig. 8.5. aktualisiert. Vor einem Tag. Na egal. Ist ja auch egal.
Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und Cecil hat das heute gepostet. Also heute, was vor 4 Tagen auch war. Wir brauchen dringend digitale Unterstützung, um die Pandemie einzudämmen. Neben den Schutzmasken und neben den vielen Tests. Freiwillig oder verpflichtend? Das geht nur freiwillig. So. Also er sagt schon mal, dass das nicht verpflichtend ist, sondern nur freiwillig geht. Wir brauchen mindestens 60% Nutzer, damit die großflächig funktioniert, damit dies großflächig funktioniert und man neue Infektionscluster schnell erkennen kann. Also es geht direkt um Infektionscluster. Das bedeutet, wenn an einem Hotspot wie zum Beispiel Köln oder Berlin auf einmal sehr viele Infektionen auftreten, weiß man, dass Berlin eben ein Problem hat und nicht irgendwie ganz Deutschland. Das ist doch schon mal was, dass man auch nicht ganz Deutschland dann unter Quarantäne schickt, wenn man eben weiß, woher das Ganze, wo der Hotspot vielleicht ist. Und dann kann man auch nach Ursachen suchen. Und ja. Wie kann man denn dafür sorgen, dass genügend Menschen eine App auch benutzen? Erstmal dient sie zum Selbstschutz. Wer einem Infizierten zu lange zu nahe gekommen ist, wird gewarnt. Aber man soll denen, die sie nutzen, auch wieder mehr Freiheit gestatten. Schließlich, also mehr Freiheit, als wenn wir die App vielleicht nicht hätten. Also ohne die App, ohne das, hätten wir vielleicht diese zusätzlichen Freiheiten gar nicht. So. Schließlich schützt es auch andere, wenn man sich selbst schnell testen lässt und selbst isoliert. Gerade im grenznahen Bereich sollten App-Nutzer wieder reisen dürfen. Wer eine solche App hat, soll zuerst wieder in Restaurants, ins Kino, ins Theater oder Freibad dürfen. Ja, da steht hier. Jeder Staat arbeitet für sich an einer Lösung. Lassen sich Kontakte dann überhaupt noch über Grenzen hinweg verfolgen? Ich muss mit einer deutschen App natürlich auch einen Mitgliedstaat fahren können, der eine andere App hat. Die unterschiedlichen Protokolle für dezentrale und zentrale Datenspeicherung sind miteinander kompatibel, sagen die Programmierer. Wobei ich mir dann schon wieder Sorgen machen würde, in Deutschland soll es dezentral gespeichert werden. Wenn ich dann aber eine zentrale Datenspeicherung in Holland habe und dann in Holland rüberfahre und dann meine Daten dann zentral speichere, dann wäre das definitiv auch eine Sache, wo man dann eben sagen muss, ja, es mag zwar kompatibel sein, aber das wäre dann auch ein Kritikpunkt, den man anbringen kann, dass das dann eben nicht wirklich auch dem deutschen Recht entspricht. Da muss ich halt in Deutschland bleiben und darf nicht über die Grenze. Wird dasselbe sein wie Google Timeline und das zeigt jetzt nicht unbedingt so genau. Ja, Google Timeline ist ja auch so eine Sache, wo sich jeder auch verfolgen lässt, ne? Das würde, also gesamteuropäische App, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ein gesamteuropäische App hätte noch einen großen Vorteil, die Bürger würden sich stärker mit der EU identifizieren. Naja, das haben wir dahingestellt, ne? Die EU-Kommission hat bisher nur Regeln für Datenschutz festgelegt. Ich wünsche mir da mehr positive Führung, mehr Mut zur Entscheidung. Ich habe mich auch schon an die zuständige EU-Kommissare gewendet. Die Fragmentierung, die sich jetzt abzeichnet, ist nicht im europäischen Sinne. Ja, also scheinen die anderen ja auch anders zu denken als er jetzt. Und dementsprechend, ich bin mal gespannt, was da kommt. Mir ist die Debatte darüber viel zu ideologisch. Ich verstehe auch, dass die Bundesregierung sich für den Weg des geringsten Widerstands entschieden hat. Komisch, dass die Bundesregierung sich dann vielleicht doch auch anders entschieden hat, wenn sie doch uns alle kontrollieren möchte. Natürlich muss der Datenschutz gewährleistet sein. Nach Ansicht des europäischen Datenschutzbeauftragten ist das aber auch bei zentralen Systemen möglich. Absolut dürfen wir den Datenschutz nicht setzen. Dafür sind die Einschnitte, die die Pandemie schon jetzt mit sich bringt, einfach zu groß. Die Frage müsste sein, welche Lösung trägt am meisten dazu bei, dass wir wieder mehr persönliche Freiheit genießen können. Ja, da kann man ja Gegenvorschläge machen, ne? Könnte ja zum Beispiel auch unser Cecil oder so, könnte ja einen Gegenvorschlag reinbringen. Was denn die Alternative wäre? Wie könnte man jetzt mehr persönliche Freiheiten entsprechend genießen? Was würde man, könnte man machen? Was hast du bezahlt, dass aus deinem Arsch Licht kommt? Ganz genau, Bitsy. Vielen Dank für die 10 Euro. Ich danke dir, sagt er. Ich danke dir natürlich auch. Viele Grüße vom Schlafschaf. Genau, dem anderen Kanal, der sich auch immer gerne mit Cecil auseinandersetzt. Das machen wir jetzt übrigens auch. Vielleicht kann man ja auch irgendwie zusammenarbeiten. Ich habe gerade gesagt, falls du noch nicht da warst und das nicht mitbekommen hast, wir haben jetzt eine Google-Tabelle erstellt,
wo entsprechend die Leute alles Mögliche eintragen können. Wenn das natürlich hier anfängt und die Leute irgendeinen Scheiß eintragen, dann müssen wir das halt nur mit entsprechender Berechtigung dann auch machen. Und dementsprechend ist das natürlich blöd. Aber wir haben unter diesem Link, wenn du da mitmachen möchtest oder irgendjemand mitmachen möchte, kann er das hier natürlich gerne machen. Hans Meier, der Staat will uns mit einer App ausspionieren. Auch Hans Meier zahlt mit Payback-Karte für 0,5% Rabatt auf seinen Einkauf. Das ist immer so total dämlich. Kein Arsch sagt was gegen diese Payback-Punkten-Karte und Cashback und was weiß ich nicht was. Aber regen sich dann jetzt auf, ne? Wenn das sogar einen Grund hat, diese Daten dann abzugeben. Genau, der Chaos Computer Club hat ja auch gesagt, dass diese zentrale Lösung eben dann auch schwierig ist und dass man dann eher an einer dezentralen Lösung und dann auch selber Lösungen anbietet als Chaos Computer Club. Ja, ne? Also, hier ist immer so eine Frage. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz unsere erste Sportübung. Wir müssen nämlich hier ein paar Mal am Rad drehen, bevor wir das vergessen. Live Action Spin Wheel. Wir machen hier 10 Wiederholungen von, ihr macht natürlich mit, um das schon mal vorwegzunehmen, 10 Liegestütze und 10 Liegestütze und 10 Squats. Die machen wir jetzt erstmal so als kleine Zwischendurch-Aufmunterung. Alle aufstehen, mitmachen hier. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 10 Liegestütze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Hätten wir das schon mal abgeschlossen. Es lebe der Spaß auf jeden Fall. Also 1, 2 hätten wir jetzt schon mal. Wir haben 10 Liegestütze, 10 Kniebeugen. Perfekt, würde ich sagen. Weiter geht's im Text hier. So. Haben Sie keine ethischen Bedenken, dass eine Zweiklassengesellschaft entsteht? Also das, was jetzt Cecil den ihm vorwirft, wird jetzt hier auch gefragt. Das ist natürlich interessant. Noch wissen wir nicht genau, wie lange der Immunitätsschutz nach einer Infektion währt. Vielleicht müssen wir ohnehin warten, bis geimpft wird. So. Dann wird es immer mehr Menschen geben, die von dem digitalen Impfpass profitieren. Gut. Also, man kann aber auch sagen, dass das Ganze hier ja auch... Haben wir irgendwas Neueres dazu vielleicht? Corona-App soll Mitte Juni startklar sein. Das sieht relativ neu aus. Wie die Bürokratie eine Corona-App behindert. So. Also diese ganze App, die ist doch sowieso... Vielen Dank, Dampferes, für 300 Bits. Vielen Dank. 10 bringen ja gar nichts ohne Wiederholungen. Ja doch, die machen wir zwischendurch. Und am Ende haben wir dann immerhin hier mal kurz unseren Puls wieder hochgehauen. Das bringt schon was. So, finden wir denn neuere Informationen? Corona-App. Darf der Arbeitgeber die Nutzung anordnen? Solche Dinge. Eine Rechtsexpertin sieht das kritisch.
So, die Nutzung der App soll auf jeden Fall freiwillig bleiben. Das hat auch einen guten Grund, denn es gibt kein Gesetz, das die Bundes- oder Landesregierung ermächtigen könnte, Menschen dazu zu zwingen, eine Anwendung zu installieren. Guck mal, es gibt auf jeden Fall kein Gesetz dafür, dass man das installieren müssen dürfte. Eine andere Frage, die im Raum steht, vor allen Dingen geht das ja auch gar nicht. Überleg mal, Rentner oder so, die jetzt kein Smartphone haben. Ne? So. Okay, also das ist auch bedenklich. Ansonsten schlagen Computer-Nerds das als App-Ersatz vor. Der Flatulinator, so. Rentner können sich die App dann ja ausdrucken. Ja, ganz genau. In Österreich ist die Stop-Corona-App des Roten Kreuzes ja auch freiwillig. Gut, also ihr seht schon, wie lange man an einen so einen scheiß kurzen Post von ihm entsprechend in irgendeiner Weise... Zweiklassengesellschaft etabliert sich übrigens wohl wieder rechtswidrig. Grundartikel 21 der Charta missachtet. Die Nichtdiskriminierung wegen genetischer Merkmale und vor allem... Es sind gar keine genetischen Merkmale, die du dann hast. Was für ein Bullshit. Es sind keine genetischen Merkmale, die die Menschen dann unterscheidet, sondern eben entsprechend, ob du einen Virus hast oder nicht, ob du immun bist oder nicht. Es sind keine genetischen Merkmale, die dich ja als Mensch ausmachen, sondern ob du diese Antikörper hast oder nicht. Oder ob du halt mit anderen Personen in Kontakt warst. Und vor allem laut Professor sinnlos, weil man kann eine Tröpfcheninfektion nicht tracken. Man trifft 300.000 Menschen in einer Woche, was willst du da tracken? Was? Aber ich habe... Das ist doch Quatsch. Wieso soll ich das nicht tracken? Ja, gerade wenn ich 300.000 Menschen tracke oder verfolgen kann, ist das doch super. Weil wenn dann 5 Leute bestätigen, dass eine Person, die infiziert war, in einem bestimmten Gebiet gerade unterwegs war, in der gleichen U-Bahn, wo 5 andere unterwegs waren, dann kann ich doch wirklich ganz genau dann entsprechend festmachen, ob diese Person jetzt wirklich da war, wie die Person sich bewegt hat, wer da noch in Kontakt war und so weiter. Das ist doch der Vorteil dieser App. Es ist einfach nur kurios. Ich weiß nicht, was er jetzt auch da... Es etabliert sich keine Zweiklassengesellschaft, das ist Quatsch. Und es ist auch nicht entgegen des Grundartikels 21. Wir können ja mal gucken, was im... Gesetz Artikel 21. Was steht denn da drin? Artikel 21 des Grundgesetzbuchs. Finden wir das irgendwo noch hier. So. Die Partei wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie muss über die Herkunft... Okay. Parteien, die nach den Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die Freiheit demokratischer Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Aus sind die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen, das ist ja nicht gegeben hier. Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen. Wird der Ausschluss festgestellt, so erhält auch eine... Über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2, so wird der Ausschuss von staatlicher Finanzierung nach Absatz 3, entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das Nähere regelt Bundesgesetz. Ja, und was ist jetzt... Das ist doch völliger Bullshit. Hä? Grundartikel 21 der Charta. So. Gibt es da noch irgendwo was anderes oder so, was ich jetzt übersehen habe? Aber irgendwas anderes, auf was er sich, nicht mal schreiben kann er. Alter.
Was für ein Quatsch. Also, nicht Diskriminierung. Die Diskriminierung, insbesondere wegen Geschlecht, haben wir hier nicht. Der Rasse haben wir hier auch nicht. Der Hautfarbe haben wir hier auch nicht. Ethnische oder soziale Herkunft haben wir hier auch nicht. Der genetischen Merkmale haben wir hier auch nicht. Der Sprache, der Religion und der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit der nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind verboten. Ja, trifft aber alles nicht zu bei einer App, wo du eben einen Antikörper hast oder eben nicht hast. Oder mit einer Person in Kontakt warst oder nicht. Ja, das ist kein genetisches Merkmal. Also Cecil scheint nicht zu wissen, dass Genetik was ganz anderes ist. So, das war das. Weltanschauung vielleicht im entferntesten Sinne, ja. Wahrscheinlich. Wenn ein Arzt bestehende Nebenwirkungen von Impfungen kritisch sieht, soll er versetzt werden. Das ist Realität. Ärztekammerpräsident will impfkritische Mediziner versetzen. Weltärztekammerschaft will impfkritischen Mediziner versetzen. Was steckt dahinter? Ein Arzt hat nicht das Recht, Unsinn zu vertreten, sagt Bundesärztekammerpräsident Montgomery. Deswegen wollte er Kollegen, die Eltern vor Impfungen abraten. Und nicht so weit bringen, dass sie in einem anderen Bereich tätig werden. In der Debatte, ja, ist ja logisch, wenn du als Kinderarzt den ganzen Eltern dann abrätst, sich gegen Masern zu impfen, dann hast du in dem Bereich auch nicht zu suchen, ganz einfach. In der Debatte um eine Impfpflicht gegen Masern, darum geht es hier. Das ist am 10.05. veröffentlicht worden. Will Bundesärztekammerpräsident gegen Ärzte vorgehen, die Eltern von dieser Impfung abraten? Man muss mit ihnen reden und sich... Und wenn sie sich nicht überzeugen lassen, muss man die Kollegen so weit bringen, dass sie in anderen Bereichen tätig werden, etwa im Labor oder als Gutachter. Die ärztliche Zulassung können die Bundesärztekammer impfkritischer Ärzten nicht entziehen, aber ein Arzt hat nicht das Recht, Unsinn zu vertreten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will zum März kommenden Jahres eine gesetzliche Pflicht zur Masernimpfung einführen. Die haben wir ja. Hat keiner was gegen gesagt. Der sprechende Gesetzesentwurf sieht Bußgelder bis zu 2.500 Euro entgegen. Nach Schätzung des Gesundheitsministeriums. Also, wir sehen mal hier schon wieder belegt, wenn ein Arzt bestehende Nebenwirkungen von Impfungen kritisch sieht, soll er versetzt werden. Falsche Information, faktisch falsch, was Cecil hier verbreitet, denn das steht nicht in dem Artikel, den wir gerade gelesen haben. Es geht um Ärzte, die Eltern von einer Masernimpfpflicht abraten. Das ist ein bisschen was anderes, als er hier schreibt. Oder? Stimmt ihr mir da jetzt zu oder nicht? Ist das jetzt einfach nur ein Bauchgefühl von ihm? Es ist doch einfach nicht wahr, wie der Typ einfach durchgehend lügt und euch anscheißt hier. Und ihr merkt es einfach. Und die Leute merken es nicht. Nicht ihr, ihr seid ja zumindest hier halbwegs. Aber ihr merkt es nicht, wie er euch verarscht. Der Typ ist ein Lügner. Das ist einfach ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Also. Nein, wenn du impfkritisch bist, kannst du als Arzt immer noch der Impfung kritisch gegenüber sein. Du sollst auch von bestehenden Nebenwirkungen die Leute informieren. Als Arzt informierst du auch über eventuelle Nebenwirkungen der Impfung. Oder wenn du sie kritisch siehst. Aber wenn du den Eltern abrätst, eine Masernimpfung zu machen, wobei es eine Masernimpfungspflicht gibt, dann ist das eben nicht der Beruf für dich. Ganz einfach. Ich bin doch auch kein Bauarbeiter, der sagt, oder ich bin auch kein Inspekteur auf einer Baustelle und sag, yo, ich rate euch davon ab, den Helm zu tragen.
Das macht keinen Sinn. So, darauf machen wir jetzt erstmal hier die nächste Schocktherapie. Warte mal, kann ich hier... Ich würde das anders machen. Ich würde jetzt immer, wenn wir das hier haben quasi, würde ich ganz kurz alles nochmal wiederholen, in so 30 Sekunden zusammenfassen und das dann in einem Video später reinschneiden. Man bekommt das alles vom Arzt, einen Zettel mit Aufklärung und wird auch mündlich aufgeklärt. Ja. Arztaufklärung, Impfung, Nebenwirkungen. Aufklärungspflicht aus juristischer Sicht. So. Der Arzt, im besonderen Kindesarzt, befindet sich angesichts der umfangreichen Werderechtsbegründung zum Impfungsrecht in einem weit beneidenswerten Sinne. Impft er, kommt es zu Nachfolgen, zu einem Impfschaden, wird er womöglich regresspflichtig gemacht, weil er eine medizinische, zumindest jedoch nicht sogenannte Impfung bekommt. Impft er nicht, bla bla bla. Ärzte sollen viel mehr Eltern in die Verantwortung für die Entscheidung pro und contra Impfen mit einbeziehen. Wann ist denn das? Das war jetzt aber vor der... Ach, 1997. Gibt es hier irgendwas Neueres dazu? RKI. Warum ist eine Impfaufklärung notwendig? So... welche Informationen sollte die Impfaufklärung beinhalten? Die zu verhütende Krankheit oder deren Behandlung, den Nutzen der Impfung, die Kontraindikationen, ach guck mal hier, die Durchführung der Impfung, der Beginn der Dauer des Impfschutzes, das Verhalten nach der Impfung, mögliche unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Impfkomplikationen, die Notwendigkeit von Terminen und Folge. Gut, also das RKI sagt selber, dass eben aufgeklärt werden soll über die Nebenwirkungen der Impfung. Ist doch eine super Sache eigentlich, ne? So, bevor ich... Ja, ich spreche das erst ein und dann machen wir die nächste Übung, würde ich sagen. Also, ich nehme das mal kurz auf hier. Was haben wir denn hier? Also, Cecil behauptet hier unten, dass Ärzte, die kritisch den Nebenwirkungen... Nee, jo, mache ich gleich nicht. So. Cecil behauptet also, dass die... Ärzte, die sich kritisch mit den Nebenwirkungen von Impfungen auseinandersetzen, versetzt werden sollen. Wir haben den Artikel jetzt mal in dem Livestream durchgeschaut und das ist ein Artikel vom 10.05.2019 und das ist falsch, was Cecil hier faktisch sagt, denn es geht darum, dass Kollegen, die von einer Impfung abraten, dass die eben nicht in diesem Beruf tätig sein sollen, sondern versetzt werden in andere Bereiche wie im Labor oder ähnliches. Das heißt, dass es hier um eine Impfpflicht für Masern eben gibt, die kommen soll und Ärzte, die eben davon abraten, die Kinder gegen Masern zu impfen, die sollen dann entsprechend versetzt werden. Also es geht nicht um die kritische Auseinandersetzung oder Nebenwirkungen mit Impfungen, sondern es geht einfach darum, dass Ärzte eben nicht von der Impfung abraten sollen. Aber das RKI selbst, also das Robert-Koch-Institut, was ja immer so schön in den Dreck gezogen wird, das sagt sogar selber, dass die Impfaufklärung, die dann auch der Arzt machen soll, auch die Nebenwirkungen und weitere Komplikationen entsprechend den Eltern mitteilen sollen. Und das ist natürlich dann im Sinne der Aufklärung. Also das, was Cecil hier sagt, ist faktisch falsch. So, hätten wir das doch schon mal, ne? Und jetzt machen wir die nächste Übung. So, eins, zwei. Zweimal drehen hier. Wir machen jetzt 10 Wiederholungen. Alle mitmachen natürlich. 10 Wiederholungen Squats und 10 Wiederholungen. Macht euch schon mal bereit. Push-Ups. Also wieder Squats, wieder Push-Ups. Irgendwie ist, ne, ist die Sache. Also 10 Stück. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 10 Liegestütze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
hätten wir das auch wieder erledigt. So. RKI. Das sieht auch noch gut aus. So, ich trage mal eben hier wieder ein. 10 Liegestütze, 10 Kniebeugen. Perfekt. So, in Anbetracht der Zeit, aber heute können wir vielleicht. So. Ja, das wäre ja auch eine gute Sache, das mal durchzugehen. Kann man ja drunter verlinken dann. Keine schlechte Sache. Egal, also wir haben jetzt erstmal den Fakt gescheckt, den Cecil hier beliefert hat. Der Fakt ist falsch. Ganz einfach. Ist ein falscher Fakt, kann jeder nachvollziehen. So, dann kommen wir mal zu seinen Videos hier. Ich habe geschnitten, aber ich bin bei weitem nicht gut vorangekommen. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr lange dauern. Hier einschieben und werde danach noch ein bisschen weiter schneiden. Ich bin auf jeden Fall heute wahrscheinlich auch wegen wenig Schlaf wirklich genervt über diese öffentlichen Medien, die einfach nur noch beleidigen. Es gibt gar keine Argumente mehr. Also erstmal zieht er sich selber wieder in die Opferrolle. Er hatte so wenig Schlaf und er arbeitet ja so hart für euch. Ne? Und wenn ihr dann auf seiner Seite seid, wenn er euch dann eben gecatcht hat, quasi, also man sieht immer wieder das gleiche Bild. Aber das soll ja jetzt in diesem Faktencheck jetzt nicht ein Fakt sein, sondern ihr seht es. Also er geht wieder in die Opferrolle, er arbeitet ja für euch so hart. Öffentlichen Medien, die einfach nur noch beleidigen. Es gibt gar keine Argumente mehr. Die lassen euch. Also. Öffentlichen Medien, die einfach nur noch beleidigen. Es gibt gar keine Argumente mehr. Also, öffentliche Medien beleidigen nur noch und haben gar keine Argumente mehr. Kennt man ja von ihm, ne? Die lassen euch GZ zahlen, die beleidigen nur noch. Gibt gar nicht mehr. Die sprechen gar nicht mehr über Zahlen. Und die Leute lassen sich so manipulieren. Oh. Ja, von dir. Also die sprechen... Gibt gar nicht mehr. Die sprechen gar nicht mehr über Zahlen. Die sprechen also nicht mehr über Zahlen? Dann gehen wir doch einfach mal hier so Frankfurter Allgemeine. Gucken wir doch einfach mal durch. Niemand kennt das wahre Ausmaß in Russland. Also hier. Die Zahlen zum Coronavirus. Also findet man direkt schon die Überschrift. Die Pandemie im Überblick. Wie viele Deutsche haben sich mit dem Virus infiziert und so weiter und so fort. Reproduktionszahl im zeitlichen Verlauf. Zahlen, 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 Zahlen ohne Ende. Also sieht man doch hier. Aktualisiert am 12.05. So. Holen wir mal hier runter. Was haben wir vielleicht noch? ARD oder so. ARD Startseite. Coronavirus-Update mit Virologen, kommen also auch die ganze Zeit Zahlen. Coronavirus, was wissen wir nicht. Auch Zahlen, 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 so entwickeln sich die Fallzahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ich verstehe nicht, warum er sagt, die haben gar keine Zahlen mehr. Also hier können wir gleich den nächsten Faktcheck anbringen. Die Medien bringen gar keine Zahlen mehr, sie beleidigen nur noch. So, deshalb... würde ich jetzt mal das hier aufnehmen. Die Medien bringen also keine Zahlen mehr. Wir haben jetzt ganz kurz mal auf ARD geguckt und auch auf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und sehen direkt auf der Startseite immer wieder täglich aktualisiert verschiedene Zahlen, sowohl Reproduktionszahlen täglich, Infektionsfälle und so weiter und so fort. Es gibt also täglich neue Zahlen. Genauso wie bei der ARD gibt es täglich das Update mit dem Virologen und auch Coronavirus. Was wissen wir, was wissen wir nicht? Hier ebenfalls entsprechend nur Zahlen drin. Also was Cecil hier behauptet über die Medien, dass sie keine Zahlen mehr bringen aktuell, ist einfach faktisch auch wieder eine Lüge. Aber man kennt es ja nicht anders. So, die Zahlen sind bestimmt fake. Ja, es ist auf jeden Fall eine falsche Aussage, dass die Medien keine Zahlen mehr bringen. Die sprechen gar nicht mehr über Zahlen. Falsche Aussage. Ganz einfach. Lüge. Kein Fakt. Und die Leute... Ich will mal aus der Sicht von jemandem, der Cecil wirklich teilweise vertraut, der hat einen
einnehmendes Wesen und catcht Leute. Ja, ich weiß, er weiß ganz genau, haben wir ja gerade gesehen. Er versucht am Anfang, sich in die Opferrolle zu stellen, versucht einen auf Mitleid zu machen, ne? Und versucht dann die Leute, und versucht dann, sich auch in die Opferrolle zu stellen, indem er sagt, ja, die Medien, die beleidigen nur noch, die beleidigen mich und so weiter und so fort. Die bringen ja keine Fakten mehr, aber ich bringe Fakten. Das tut er aber nicht. Er lügt. Und das will ich jetzt beweisen. Genau das will ich jetzt beweisen, dass er mit den Fakten, die er bringt, lügt. Ne? Es ist wie eine Sekte. Ja, es ist einfach eine Sekte. So, die Einlösung unterbrechen wir mal hier. Weiter geht's. Und die Leute lassen sich so manipulieren. Ja, von dir. Oh. So, versucht mal in dem Bericht was anderes zu finden als Beleidigungen. Okay, was haben wir denn hier? Der Tagesspiegel, halt mal den Rand, Onkel. So, dann suchen wir doch mal. Tagesspiegel, halt mal den Rand, Onkel. So, was steht denn da drin? Gucken wir doch mal. Verschwörungstheorien werden plötzlich auch von Menschen verbreitet, von denen man es nie gedacht hätte. Da hilft nur eins. Von Sebastian. Vom 11.05. Im Briefing heute wurde erklärt, warum es nur relativ aktuelle Zahlen gibt. Meldeverzug um Wochenende. Ja, ja, das ist klar. Ne? Gut. Vor allen Dingen diese R-Kurve, die ja jetzt wieder hochschnellt, das ist gar nicht so schlimm. Das sagen die selber. Zu Beginn ein tröstlicher Danke, nicht bei jedem, der diese Tage wirre Theorien verbreitet, schreiten Radikalisierung und das Abdriften in Fantasiewelt so brutal voran wie bei Attila Hildmann. Das ist ein Unterschied, ne? Einige Leute sind halt kritisch, sind verwirrt, sie sind aber nicht so radikalisierend wie eben solche Leute. Also, und das ist ein Fakt, dass eben solche Leute gerade wie Attila Hildmann etc. radikalisieren. Warum geht meine Taste nicht mehr? Nachdem der Berliner Gur vor wenigen Tagen verkündet, bewaffnet in den Untergrund zu ziehen und dort notfalls eine Armee aufzubauen, spekuliert er nun über Chemtrails, Aliens und große angelegte Monsterentdeckungsrituale. Das ist doch ein Fakt. Wo ist denn bis hierhin die Beleidigung? Hildmann behauptet, er werde gegenwärtig von Geheimdiensten und Trempelrittern observiert und er setzt seine Anhänger... I'm Fuck off. Willkommen hier, Les Man. So, wir versuchen jetzt die Beleidigungen zu finden. Hildmann behauptet, er werde halt gefangen gehalten, was weiß ich, oder besorgt hier. Er setzt seine Anhänger über einen bevorstehenden Karrieresprung in Kenntnis. Ich bin bald der neue Staatschef. Das hat er ja auch so geschrieben. Ich habe mir Telegram schon runtergeladen. Ich habe eigentlich Bock da mal irgendwie die Sache zu verfolgen. Er sei geboren, um dieser Zeit das Schlimmste zu verhindern. Attila Hildmanns Eigendemontage ist schlimm anzusehen. Die Kombination aus Selbstüberschätzung und Realitätsverlust dank seines Geltungsdranges penibel im Internet dokumentiert. Da überrascht nicht, wenn Hildmann gleich den nächsten Unsinn auftischt, zum Beispiel am Samstag den Verdacht, dass Berliner Trinkwasser sei vergiftet, um die Bevölkerung ruhig zu stellen. Der Typ ist durch. Umso mehr irritiert es, wenn man mit einmal Verschwörungstheorien von Personen hört, denen man das nie zugetraut hätte. Von Verwandten, Bekannten, Nachbarn, Kollegen, bla bla bla. Und plötzlich schicken sie über WhatsApp angebliche Beweise, wonach ein Corona-Virus gar nicht existiere. Dass alles Abstandsandrehen bloß Panikmache sein und dahinter ein teuflischer Plan geheimer Mächte steckt. Also genau das, was Cecil ja auch verbreitet. Wie man darauf antwortet, ist diesem Menschen auf einer Eskalationsstufe zwischen 1 und Attila Hildmann noch zu helfen? Und falls ja, wessen Aufgabe ist es? So, finden wir denn jetzt irgendwelche Beleidigungen hier drin? Die einfachen Antworten und klare Anschuldigungen werden im Netz auf dutzenden Plattformen verkündet. Die Videos der Rechten und Verschwörungsgläubigen sind handwerklich schlecht gemacht, voller Logikfehler, moderiert und dubiosen Gestalten, das ist richtig. Auch Attila Hildmann, der Kochbrotautor, hat sich radikalisiert. Noch vor 8 Wochen sagt er, er habe sich überhaupt nicht für Politik interessiert, doch dann hätte ihn das von Russland finanzierte RT, also
Russian Today und ähnliche Plattformen aufgeweckt. Bislang gibt es kaum wissenschaftliche Studien darüber, welche Menschen empfänglich für... Klar ist, Männer sind gefährdeter als Frauen. Oh Gott. Ja, also ist doch eigentlich ein Artikel, der einfach nur das widerspiegelt, was richtig ist. Finden wir was zu Cecil hier drin? Ne, leider nicht. Finden wir was zu Ken Jebsen da unten? Ein beliebtes Mittel, sich gegenseitig zu diskreditieren, ist die Äußerung des Verdachts, der jeweilig andere sei von den bösen Mächten in die Bewegung eingeschlossen worden, um diese zu spalten. Attila Hildmann etwa spekulierte darüber, ob der Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen vielleicht in Wahrheit den Freimaurern zuzurechnen ist. Ja, was denn du? Schließlich trage oft einen schwarz-weiß karierten Schal, der erinnert an das Schachbrettmuster. Ich glaube, ich muss echt mal in Telegram rein. Was du machst, hilft den Leuten, die müssen auch schon einen verstanden, aber ja, ich hoffe, dass die Leute das. Er schafft zuerst ein Problem und dann eine Lösung. Genau das hatten wir auch, ne? Hier ist er. Okay, Attila glaubt. Gut, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das hier. So. Das ist so viel, was man immer machen muss, ne? Wo haben wir denn hier? Da haben wir. Die nächste Behauptung, die er aufstellt, ist, dass die Medien nur noch beleidigen und wir sollen mal in dem Bericht was anderes finden als Beleidigung. Deshalb haben wir uns den Bericht jetzt angeguckt und es steht eben auch hier drin, es geht hauptsächlich um Attila Hildmann, der sich eben, wie man gesehen hat, radikalisiert hat. Er behauptet eben sehr viele obskruse Theorien, die sich natürlich dann jeder auch selber mal ein bisschen überlegen kann, ob wirklich auch das Berliner Trinkwasser vergiftet ist, um die Bevölkerung ruhig zu stellen und um... Ja, dass er von Geheimdiensten und Tempelritter observiert wird, dass er der nächste Staatschef sein wird. Er ist geboren, um in der Zeit das Schlimmste zu verhindern. Er verbreitet Theorien über den bewaffneten Untergrund, in den er eintreten will und eine Armee aufbauen möchte, spekuliert über Chemtrails, Aliens und groß angelegte Monster in Erweckungsrituale. Nicht zu vergessen auch die von den anderen Leuten, die... Kinder, die jetzt aus Tunneln befreit werden und so weiter. Also man sieht eigentlich schon, dass Attila Hildmann anscheinend wirklich, ja, muss man einfach sagen, kirre geworden ist. Und das wird hier mit Selbstüberschätzung, Realitätsverlust, was es nun mal ist, und Geltungsdrang eben entsprechend auch dargelegt. Und das ist keine Beleidigung, das ist eine Tatsache, die man eben einfach an der Sache festmachen kann, wenn man die Leute eben beobachtet. Und ganz interessant, für Cecil dürfte auch der Absatz hier unten sein, dass Attila Hildmann darüber spekuliert, ob Ken Jebsen nicht eventuell auch den Freimaurern zuzurechnen ist und eigentlich für die Gegenseite arbeitet. Also, wenn es schon so weit gekommen ist, muss man sich natürlich überlegen, wer wen angeschlossen hat. Also die Behauptung, dass es hier nur um pure Beleidigungen geht, ohne irgendwelche Fakten zu nennen, ist falsch, weil hier werden eben auch entsprechend die Quellenangaben gemacht bzw. Zitate gebracht von den einzelnen Aussagen. So. Er hat sich erst jetzt radikalisiert, ja, das auch. Ich meine, wenn du schon vegan unterwegs bist, ne, hast du dich ja schon irgendwie ein bisschen in eine Richtung bewegt und dann geht es wahrscheinlich von da aus einfach weiter. Bei Cecil ist es aber nicht anders. Wer Linus Pauling und Säure-Basenhaushalt schon für volle bare Münze nimmt, der ist auch nicht weit weg von anderen Verschwörungstheorien. Ich habe Nachrichten bekommen, man soll seinen Bundestagsabgeordneten anschreiben, weil es auf jeden Fall Impfpflicht geben wird. Das muss man sich mal vorstellen, das machen die Leute, ja. Gut, also, ja, das haben wir auch hier. Weiter geht's. Es ist so krass, wenn ihr das lest. Und ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal die Videos, habe ich alle versucht, neutral zu halten, beziehungsweise... Aber mal zu seinen Videos. Die Videos sind alle noch da. Keiner seiner Videos wurde gesperrt. Wie kann das denn sein, wenn wir so eine Zensur haben? Also nur nach Fakten zu gehen. Moment mal. Ne? Also wenn wir hier eingeben, Coach Cecil, wenn wir uns das mal angucken. Guck mal, seine kompletten Videos sind noch da.
22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wo ist die 1? Finden wir die auch noch? 1. Alle Videos noch da. Alle. Seit 3 Monaten. Das finde ich nämlich auch eine Interessante. Wenn ihr das lest, und ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal die Videos, habe ich alle versucht, neutral zu halten, beziehungsweise nur nach Fakten zu gehen. Also, das finde ich auch eine interessante Sache, die ich mit aufnehmen möchte. Interessanter Fakt am Rande bei seinen ganzen YouTube-Kanälen und Videos hat er ja behauptet, dass die alle gelöscht werden, zensiert werden, man soll sie schnell teilen und so weiter. Jetzt habe ich gerade mal reingeguckt bei seinem YouTube-Kanal und einfach gesehen, dass alle Videos zu Corona noch da sind. Von 1 bis hier oben 22 sind alle noch da und das älteste ist hier sogar von vor 3 Monaten und es wurde hier nichts gelöscht von seinen Videos und Aussagen, die er hier gemacht hat. Also von daher ist das auch eine Falschaussage von ihm, dass er zensiert wird und dass alle schnellstmöglich seine Videos teilen sollen. Das ist nur Marketing-Gag und hat nichts damit zu tun, dass seine Videos runtergenommen werden. So, sogar nummeriert. Ja, genau deshalb wahrscheinlich, damit man auch sehen kann, was jetzt gelöscht wird oder nicht. Also das finde ich auch einen interessanten Fakt einfach, ne? Ich meine, sonst hätte die Bundesregierung einfach gesagt, hier, lösch den ganzen Kanal, tschüss. Lösch Instagram, lösch den Kanal. Und weg ist er. Da wird er auch kaum noch Leute erreichen. Was sagt der Professor? Was sagt der Professor? Wie sehen die Zahlen aus? Wie sehen die Studien aus? Nur so. Aber es geht gar nicht mehr darum. Ey, wenn ihr die Berichte guckt von den Tagesthemen, es geht nur noch um Beleidigung. Nur noch. Alle, die auf Demos gehen, ihr seid alle Nazis da draußen. So. Ey, wenn ihr die... So, und jetzt kommt nämlich die nächste Taktik. Jetzt wurde er natürlich selber beleidigt oder andere Verschwörungstheoretiker. Die Medien machen gar keine Fakten mehr. Und jetzt geht man den nächsten Schritt und versucht die Zuschauer noch mit einzubeziehen. Alle, die jetzt auf Demos gehen, sollen auf einmal Rechte und Nazis sein. Ey, wenn ihr die Berichte guckt von den Tagesthemen, es geht nur noch um Beleidigung. Nur noch. Alle, die auf Demos gehen, ihr seid alle Nazis da draußen. Ihr seid alle psychisch krank und ihr seid alle Aluhutträger. Pegida-Anhänger und AfD. Und dass die älteren Menschen meinen Followern dann schon sagen, also die Eltern sagen meinen Followern schon. So, also das ist auch wieder eine Aussage. Die Zeitungen würden behaupten, dass alle, die auf die Demos gehen, rechtsradikal sind. Demonstrationen, Rechtsradikale. Gehen wir einfach mal ein, eine Suche. Corona-Protest, Bürger, rechtsextreme Impfgegner, eine explosive Mischung. Gucken wir mal einfach, was hier so steht. Nehmen wir natürlich mal eine Quelle, die vielleicht mehr Leute kennen als RND. Schlag mich tot. Tagesspiegel war ja eins von ihm. Wen ziehen die Corona-Proteste an? In mehreren Städten wurden die Corona-Regeln gegen die Corona-Regeln protestiert. In der Politik wächst die Sorge, dass sich die Bürger vor den Karren vor Extremisten spannen lassen. Also hier wird schon mal direkt in der Überschrift unterschieden zwischen den ganz normalen Bürgern und den Extremisten. Es sind Zahlen, die normalerweise kaum bundesweite Schlagzeilen machen. 300 Münzen, Berliner Axtangsfall. Da in Zeiten von Abstandsregeln, Mundschutz, Corona-Regeln. So. Sondern auch, weil scheinbar normale Bürger gemeinsam mit Extremisten auf die Straße gehen. So. Wer geht auf die Straße? Das ist ja interessant. Die Demonstranten kommen aus den unterschiedlichsten politischen Ecken. Da sind Rechte, Linke, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Esoteriker, Bürgerrechtler, Impfgegner und scheinbar ganz normale Bürger, die gemeinsam demonstrieren. Also es wird unterschieden zwischen den verschiedenen Lagern und nicht jeder, der dorthin geht, ist rechtsradikal. Es wird ja auch Linke, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Sie alle eint die Ablehnung der Corona-Regeln. Die Vernetzung findet über regionale Chatgruppen statt. Oft wird von den Organisatoren der Proteste behauptet, diese seien weder links noch rechts. Man demonstriert für Grundrechte. Teilnehmer beteuern zum Teil, die wollen mit rechten Spinnern nichts zu tun haben. Gut. De facto demonstrieren sie aber gemeinsam mit Menschen, die etwa die Taten der Nationalsozialisten verharmlosen, in den sympathischen Ausgangsbeschreibungen seien Holocaust, bla bla bla. Oder die hinter der Corona-Krise eines jüdischen Weltverschwörungen vermuten. Experten beobachten, dass zunehmend Rechtsextremisten
und Verschwörungstheoretiker bei den Protesten den Ton angeben. In den Chatgruppen würden Weltbilder transportiert, die die Medienlandschaften verteufeln, Politiker als Marionetten. Kennt man ja, ne? So. Also, Quatsch. Es ist nicht richtig. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel gegen sein Argument, dass die Medien ja alle einfach als rechts betiteln würden und so. Das ist eine falsche Aussage, sagt er in Dubai, genau. Oh, Aluhutträger ist gleich eine Beleidigung. Na, wenn der Germane, ich weiß nicht, wen du damit meinst, im Allgemeinen schon gleich Todeswünsche bei den Genuss von Veganern, Radieschen sieht, ja. Ist auch schon irgendwie, das ist ein gutes Beispiel, ist auch schon irgendwie nicht sehr intelligent, wenn man auf den Demos den Sicherheitsabstand absichtlich missachtet und sich dann wundert, dass die Demo aufgelöst wird. Oder du machst es extra. Als Linksextremistischer gehst du auf diese Demos, misch dich einfach darunter, hältst den Mindestabstand nicht ein und sorgst dafür, dass es aufgelöst wird. Auch gut, ne? Auch Kemmerich FDP ist ja da gewesen, ja. So, also. Gut, nächste Aussage. Wir hören uns die Aussage nochmal an. Ich habe den Bericht geguckt von den Tagesthemen. Es geht nur noch um Beleidigung. Nur noch. Alle, die auf Demos gehen, ihr seid alle Nazis da draußen. Ihr seid alle psychisch krank. Und ihr seid alle Aluhutträger. Pegida-Anhänger und AfD. Gut, also, nächste Aufnahme. Sassy behauptet hier, dass von den Medien alle als rechts eingestuft werden und dann eben dadurch auch beleidigt werden. Wir gucken uns mal einen Artikel an, den wir jetzt zufällig bei Google bei der ersten Suche gefunden haben. Und hier geht es darum, wen ziehen die Corona-Proteste an? Und hier wird schon in der Überschrift gesagt, dass man das Ganze trennt, dass sich Bürger vor den Karren von Extremisten spannen lassen. Das heißt, dass es ganz normale Bürger dort sind, die da eben auch demonstrieren, aber dass die Rechten das Ganze natürlich nutzen. Also hier steht, sondern auch, weil scheinbar normale Bürger gemeinsam mit Extremisten auf die Straße gehen. Das heißt, nicht alle, die demonstrieren, sind eben gleich rechtsradikal. Das Ganze steht dann hier unten nochmal ein bisschen konkreter, dass eben die Rechtsextremen das Ganze auch nutzen, um für sich als Werkzeug Stimmung zu machen und die Leute natürlich dann auch auf die Straße zu bekommen. Und es sind eben auch nicht nur Rechte, sondern aus unterschiedlichen politischen Ecken. Da sind Rechte, Linke, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Esoteriker, Bürgerrechtler, Impfgegner und scheinbar ganz normale Bürger, die gemeinsam demonstrieren. Und da geht es einfach darum, dass eben ganz normale Bürger auch eben neben radikalen Leuten demonstrieren und sich von denen beeinflussen lassen durch die Aussagen, die sie dann eben treffen. Und das ist eben ein Problem. Dadurch radikalisiert man die Leute, die dann natürlich auf unangemeldete Demonstrationen gehen und sich dann wundern, warum diese unangemeldeten Demonstrationen, wo keine Abstandsregeln und so weiter eingehalten werden, warum das dann entsprechend auch von der Polizei zerschlagen wird. Das ist ganz normal und logisch. Und solche Bilder werden dann natürlich nur verbreitet von solchen Leuten. Also den Fakt, den er hier euch mitteilen möchte, dass alle von den Medien direkt als rechts eingeordnet werden, ist falsch. So. Weiter geht's. Und dass die älteren Menschen meinen Followern zu Demonstrationen gehst. Alter, Querfront, ja, das genau. Kommt beim Volk an. Und ich denk so, Alter. Und alles, was irgendwie eine normale, ein normales Denken hat, wird geblockt. Zensiert. Oh, das ist schön. Eine normale. Und ich denk so, Alter. Das hier können wir rausnehmen. Und alles, was irgendwie eine normale. Ein normales Denken hat, wird geblockt. Zensiert. Das ist nämlich falsch. Das ist nochmal. Und sie wollen Medikamente. Das ist nämlich nochmal schön zu seinem Video hier vorne. Neutral zu halten, beziehungsweise nur nach Fakten zu gehen. Und alles, was irgendwie. Das passt nämlich dann dazu, dass es eben nicht stimmt, dass alles, was auch neutral Bericht erstattet wird, zensiert wird. Es ist eine Lüge. Weiter geht's. Und sie wollen Medikamente am besten ganz abschaffen oder Höchstmengen festhalten. Es sterben weniger als 5 Leute. Und sie wollen Medikamente am besten ganz abschaffen oder Höchstmengen festhalten.
Es sterben weniger als 5 Leute weltweit an einer Überdosierung von Vitaminen oder Mineralstoffen. Und es sterben Hunderttausende an Medikamenten. Aber wir müssen Vitamine und den Heilpraktiker. Ja. Das ist ganz schlimm. Das müssen wir unbedingt abschaffen und limitieren. Unbedingt. So, und... Moment. Gut. Das hier in der Zwischenzeile hat nichts damit zu tun mit und der Abschaffung. Und es sterben Hunderttausende an Medikamenten. Aber wir müssen Vitamine und den Heilpraktiker. Das ist ganz schlimm. Das müssen wir unbedingt abschaffen und limitieren. Unbedingt. So, und wer limitiert auf einer Cola? Wer hat da die Höchstmenge auf einer Cola? So, erstmal dazu. Da hatten wir ja schon vom, Nahrungsergänzungsmittel regulieren. Lebensmittelverband, Verbraucherzentrale, was das Gesetz erlaubt, Nahrungsergänzungsmittel. Guck mal, die Grünen haben das schon am 5.12. gefordert. Die Grünen. Guck mal, 2018. Kontrolle von Online. Das wird schon seit Jahren gefordert. So, aber das war jetzt hier, sag mal schnell, BMEL, genau das war das. Da kam ja der Nahrungsergänzungsmittel. Kann man das hier anzeigen, ne? Cool, da gucke ich mir mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel an. Verbot von Zuckerzusatz in Tees für da haben wir doch direkt, guck mal hier, haben wir direkt seinen nächsten Punkt, haben wir direkt schon am 12. Mai hier widerlegt. Das ist geil. Das ist gut. Hat einer kurz den Artikel? Wir machen jetzt kurz die nächste Übung und sucht mal bitte den Artikel kurz raus. Von hier der Julia, obwohl, warte mal, können wir direkt mal so eingeben, vielleicht finden wir es dann noch besser. Okay, Pressemitteilung, Nahrungsergänzungsmittel, danke. So, also jetzt haben wir schon mal rausgefunden, mit kurzen Nachgucken, dass das Ganze schon seit 2018 mindestens, ja, wenn nicht schon weit davor, zumindest zur Diskussion hier steht. Also wir machen jetzt erstmal die nächste Übung hier, damit wir nicht vom Fleisch fallen. Wir drehen hier zweimal am Rad. Mein Puls ist auch schon wieder zu niedrig hier heute. So, 10 Sit-Ups. Gut, harter Boden, aber wird funktionieren. Kriegen wir schon hin. Habe ich irgendwo ein Handtuch? Legt euch ein Handtuch drunter, dann tut der Rücken auch nicht so weh. 10 Sit-Ups und 10 Push-Ups. Also 10 Liegestütze, 10 Sit-Ups. Hauen wir mal hier rein. Zack. Ah. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann wollt ihr schon weitermachen. Das ist ein bisschen wenig, wa? Aber egal, nächste Woche machen wir mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, wieder ein bisschen Sport zwischendurch. Ist das nicht schön? Guck mal hier, Puls wieder auf 120 mal kurz gebracht. Das ist doch eigentlich eine geile Sache, oder? Ist doch eigentlich geil. So, 3 und 10. Jetzt haben wir auch mal wieder Sit-Ups hier oben drin stehen. Irgendwie will uns das Rad ein bisschen verarschen, wahrscheinlich. Ich habe Betonboden. Ja, dann mecker nicht rum, mach einfach. Einheitlichkeit statt Flickenteppich. Darum geht es. Es geht nicht um ein Verbot. Fordert EU-Kommission zum Handeln auf. Gemeinsame Erklärung wird vorbereitet. Ministerium warnt erneut vor irreführender Werbung in Zusammenhang mit Covid-19. Das hatten wir auch schon mal, ne? Klare und verbindliche Regeln für europäische. Die Festlegung ist überfällig, denn nationale Maßnahmen enden an der Staatsgrenze und Rechtssicherheit sowie eine effektive Überwachung und Kontrolle zu gewährleisten.
Genau, es sind ja auch viele gepanschte Dinge, die du dann aus dem Ausland eben bekommst, ne? So. Die zu erarbeitenden Höchstgehalte, nur so können die kumulierten Aufnahmen von Vitaminen und Mineralstoffen über alle Lebensmittel berücksichtigt werden. Genau, man hat ja auch noch zusätzlich, beispielsweise du nimmst eine Vitaminpille am Tag, wo 500 Milligramm Vitamin C drin ist. So, dann trinkst du noch einen Multivitaminsaft, wo auch nochmal Vitamin C zugesetzt wird. Dann isst du noch Vitaminbonbons, wo auch noch Vitamin C zugesetzt wird und. Und das macht ja keinen Sinn. So. Also gleichzeitig Arbeit an einer nationalen Höchstgrenze. Genau. Mehr steht da nicht drin. Es steht nicht drin, dass das verboten werden soll. Das ist eine Lüge. Cecile lügt hier wieder mal. Sehr gut. Also. Müssen Vitamine und den Heilpraktiker. Das ist ganz schlimm. Das müssen wir unbedingt abschaffen und limitieren. Unbedingt. So, da lesen wir jetzt mal. Ach ja. Also, muss es wirklich unbedingt limitiert oder abgeschafft werden? Das gucken wir jetzt mal an. Denn da steht im Paper selber drin, in der Pressemitteilung hier vom 20. April und vom von der Bundesministerin Julia Klöckner. Und hier geht es auch darum, dass man einfach davor warnen möchte, mit irreführender Werbung in Zusammenhang mit Covid-19, wie wir das bei einigen schon bei Vitamin D eben gesehen haben. Und es geht hier nicht darum, das Ganze mit Nahrungsergänzungsmittelgeschäft abzuschaffen oder ähnliches. Das ist eine Lüge von Cecil. Denn sie sagt hier ganz klar, dass es um klare und verbindliche europäische Regelungen für Nahrungsergänzungsmittel geht, die nötig sind, damit eben Sachen auch nicht verunreinigt werden, in zu hohen Dosierungen oder sonstiges dann abgegeben werden. Wir haben öfter schon Probleme gehabt bei zu hohen Dosierungen von Vitamin A, kannst du zum Beispiel übertreiben und so weiter und so fort. Die zu erarbeitende Höchstgehalte sollen nach den Vorstellungen des Bundesministeriums sowohl für Nahrungsergänzungsmittel als auch für angereicherte Lebensmittel wie mit Vitaminen angereicherte Fruchtsäfte gelten. Nur so könnte man das eben insgesamt auch betrachten. Gleichzeitig wird mit der Arbeit an etwaigen nationalen Höchstgrenzen begonnen. Hier steht nichts davon, dass man Nahrungsergänzungsmittel abschaffen möchte oder ähnliches. Das ist völliger Quatsch, das ist gelogen. Und diese Diskussion zur Vereinheitlichung oder zur Überwachung auch des Vitaminmarktes, haben wir gesehen, wird hier schon seit mindestens, das ist jetzt so ganz spontan entstanden, seit 2018 schon wird das gefordert. Verbraucherschützer, selbst die Verbraucherschützer, nicht nur das Bundesministerium, sondern die Verbraucherschützer fordern Kontrollen von Onlinehandel mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und selbst die Grünen hier fordern eine Zulassungspflicht für Vitaminpillen. Also da sollte man doch als Cecil eigentlich schon ein bisschen glücklich sein, dass wir noch gar keine Zulassungspflicht haben, sondern dann eben nur das ganze EU vereinheitlicht werden soll. Ciao, Donut. Außerdem, wenn die wirklich mehr Vitamin D nehmen wollen, sollen die sich mehr als. Ja, sollen sie ja machen. Ne? Bleibt ja jedem. Du kannst ja eine Packung kaufen mit deinen Tropfen da, mit 100 Milliarden Tropfen drin. Wenn die alle auf einmal saufen möchtest, mach, was du willst, ne? Kaufen, kaufen, kaufen. Also, ist ein guter Trick, ne? Ist falsche Aussage. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten hier. So, und wer limitiert auf einer Cola? Wer hat da die Höchstmenge auf einer Cola? Die Kinder. Zwei, Dreijährige, Vierjährige gehen zum Geburtstag zu McDonald's, trinken 2 Liter Cola. Kein Problem, gibt es keine Höchstmenge. Hast du schon mal einen Security bei McDonald's gesehen? Nein. Ach, Krebszahlen 50%. Gut, das mit den Kindern ist natürlich jetzt sehr interessant. Also, dass es keine Höchstmengen bei McDonald's etc. gibt, das wird auch übrigens diskutiert, dass man eine Zuckersteuer einführen möchte. Aber gerade ganz zufällig geguckt, wo wir auf der Seite sowieso schon mal waren, auch die Regierung möchte Verbot von Zuckerzusatz in Tees für Säuglinge und Kleinkinder. Und damit beschäftigen die sich anscheinend also sehr wohl auch mit der Gesundheit der Kinder, dass die eben nicht dick werden. Und was die Eltern natürlich zu Hause ihren Kindern dann geben, wenn sie ihnen Cola in ihre Flasche reinmachen, das kann natürlich dann auch die Bundesregierung nicht überwachen. Das heißt, hier steht auch ganz klar drin, ein Verbot von Zuckerzusätzen, von Zucker, Honig, Fruchtsaftkonzentraten, Malzextrakten und so weiter und so fort.
in den Tees. Das ist doch schon mal eine sehr gute Sicherheit, dann auch für die Kinder, wenn das verboten wird. Also, es ist eine Lüge, dass keiner etwas tut für die Kinder, auch bei Zuckerzusätzen und so weiter. Wenn du natürlich dein Kind zu McDonald's schleppst oder irgendwo Süßigkeiten kaufst, wer soll das denn kontrollieren? Soll jetzt in den Geschäften oder zu Hause dann eine Security stehen, die kontrolliert, ob die Eltern ihren Kindern dann zu Hause einen Hamburger geben oder eine Cola? Macht keinen Sinn, dieses Argument von Cecil, und ist auch hiermit auch direkt widerlegt. So, eigentlich ganz gut, wie wir hier so durchkommen, ne? Aber jetzt eigentlich schon irgendwie fast jede Aussage von ihm, das werden mehrere Videos werden wieder. Aus einem 8-minütigen Instagram-Scheiß wieder. Das ist der Wahnsinn. Ganzen Zivilisationskrankheiten am Arsch. Ist doch scheißegal. Nein, wir müssen die Vitamine, wir müssen ein Problem schaffen und dann die Lösung. Und warum sage ich euch das jetzt in letzter Zeit? Weil Corona, okay, das Thema ist sehr präsent und es hat auch mit unseren Rechten zu tun und so weiter und so fort. Aber die... Mit deinen Rechten bestimmt nicht, weil du bist nicht in Deutschland. Studie hat gesagt, ich beziehe mich wieder auf Studien. Was bin ich noch für ein Vollidiot? Warum beleidige ich nicht einfach auch alle? Die Heinsberg-Studie hat eine Gesamtmortalität von 0,06% ausgerechnet. So, die Chance, dass du an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an irgendwelchen Zivilisationskrankheiten... Ach, diese Vergleiche sind so dämlich, weil da müsstest du auch Flugzeug fliegen, Auto fahren, müsstest du alles auf der Welt verbieten. Das ist doch völliger Bullshit. Und außerdem sind Zusätze in Lebensmitteln auch verboten. Du darfst keine Transfette mehr ab einer bestimmten Menge in deine Lebensmittel reinmachen und so weiter. Selbst in den USA ist das mittlerweile begrenzt, die Transfette in den Nahrungsmittel reinzupacken. Also es ist doch nicht so, dass die gar nichts tun. Aber dann will auf der einen Seite, will der mündige Bürger, der möchte doch unbedingt seine Chips essen, ja, weil er doch mündig ist und er darf doch nicht... eingezwängt werden in seinen Rechten und so weiter. Und auf der anderen Seite kackt er sich wieder hier ins Hemd, dass die Leute eben dann übergewichtig werden. Also was denn jetzt? Möchtest du die Leute jetzt beschränken mit deinen Regeln? Oder wie sieht das Ganze aus? Stirbst. Die du beeinflussen kannst durch einen gesunden Lebenswandel. Ja, richtig. Die kannst du selber beeinflussen mit deinem Lebenswandel. Du bist selber dafür verantwortlich. Du schädigst aber keine anderen Personen dadurch, indem du dich ansteckst. Das scheint er nicht so wirklich zu kapieren, glaube ich. Ist bei 70%. Keiner spricht über die 70%. Alle sprechen über die 0,06%. Wer dabei nicht aufwachen kann, da kann ich nichts mehr sagen. Was soll man da noch sagen? Du solltest die Klappe halten. Beeinflussen kannst du durch einen gesunden Lebenswandel. Ist bei 70%. Keiner spricht über die 70%. Das ist nur Quatsch. Geh nochmal eben durch. Ich bin ein Vollidiot. Warum beleidige ich nicht einfach auch alle? Die Heinsberg-Studie hat eine Gesamtmortalität von 0,06% ausgerechnet. So, die Chance, dass du an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an irgendwelchen Zivilisationskrankheiten stirbst, die du beeinflussen kannst durch einen gesunden Lebenswandel, ist bei 70%. Und da scheint unser guter Cecil nicht so wirklich zu verstehen, dass man das nicht miteinander vergleichen kann, denn natürlich kann ich meine Ernährung beeinflussen und auch da tut die Regierung etwas dagegen, wie wir gesehen haben. Es wurde zum Beispiel auch die Zugabe von Transfettsäuren limitiert und. Es wird die Ernährungsampel eingeführt, über die man sich natürlich auch streiten kann, aber solche Dinge werden gemacht. Und außerdem bist du hier für die 70% wirklich für dich selbst verantwortlich. Sollen wir jetzt Regeln einführen, was die Leute essen dürfen oder nicht, dann rennst du wieder auf die Straße und heulst rum, dass die Leute entsprechend nicht das essen dürfen, was sie wollen, dass sie in ihren Grundrechten eingeschränkt werden. Also funktioniert anscheinend nicht so. Aber für die 70% bist du selber verantwortlich. Aber für die anderen 0,06%, die du dann aber vielleicht infizierst, bist du dann eben nicht selbst verantwortlich, sondern dann wirst du von jemandem infiziert, wo du vielleicht gar nichts für kannst. Und das ist dann das große Problem. Und das ist ein Unterschied und deshalb ist dieser Vergleich völliger Quatsch, den er hier anbringt. So. Ich weiß auch nicht, wir können uns die Heinsberg-Studie nochmal in einem Extra-Video angucken. Schnauze da drauf. Seht ihr... So, was kam jetzt hier? 3 Millionen Menschen da... Ja. Seht ihr, alle werden diffamiert. Und hier ist wieder das gleiche Propagandamittel wie immer. Und deswegen habe ich eine Idee. Wir müssen ja versuchen, was dagegen zu machen. Ich habe eine Idee. Was ist das Propagandamittel?
Dieser Bericht über Ken Jebsen ist einmal geschrieben worden und dann wird er in jeder Zeitung durchgenommen. Jetzt kommt er mit dem Scheiß, dass jeder einen YouTube-Kanal eröffnen soll und jeder seine Videos. Es ist, aber da kommt damit mit seinen Marketingstrategien können wir uns irgendwann anders noch machen. Und mir ist es dabei scheißegal, ob ich die Klicks kriege oder ihr. Jemand hat ein Video von mir gepostet. Als ob du nicht die Klicks dafür kriegst. Der weiß doch ganz genau, dass selbst wenn Leute seine Videos teilen, dass er entsprechend dann die Leute natürlich auf seinen Kanal dann trotzdem zieht, weil er dann verlinkt ist oder in den Videos auftaucht, ne? Und dann kann er trotzdem Masche machen. Es ist völliger Quatsch, dass er dann natürlich auch kein Geld verdient und keine Klicks bekommt, nur weil andere Leute seine Videos hochladen. Also so ein Schwätzer, ey. Das ist einfach nur ein Manipulator wie sonst was. Ich kapiere das einfach nicht. Immer noch am Arbeiten. Es ist... Und das sehen die Leute nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe nicht ein Video, was 1 Million Aufrufe hat in 4 Jahren YouTube. Aber ich freue mich. Es ist mir scheißegal, ob ich die Klicks kriege oder wer. Ja, dann mach die Videos neutral, ohne deinen Namen zu nennen oder sonst was, sondern einfach völlig neutral. Verteilen. Ist das ein Heuchler? So neutral. Ich sag nur, das ist in der Studie, das sagt der Professor, das sagt der Professor. Das ist Quatsch. Wir haben ja heute schon gesehen, dass es Quatsch ist, was du erzählst. Situation der Epidemie wirklich realistisch darzustellen, dann verbreitet das Bild. Und dazu gehört natürlich dann auch, wenn es eine Impfpflicht gibt zum Gesundheitsschutz, dass es dann Sanktionen geben muss. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn Sie zu schnell fahren und Sie werden erwischt, dann gibt es ein Bußgeld, das zu zahlen ist. Und dazu gehört natürlich dann auch, wenn es eine Impfpflicht gibt zum Gesundheitsschutz, dass es dann Sanktionen geben muss. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn Sie zu schnell fahren und Sie werden erwischt, dann gibt es ein Bußgeld, das zu zahlen ist. Oh Mann, der richtige Vergleich wäre, der Staat zwingt mich, Auto zu fahren, obwohl da draußen eine Gefahr ist, dass man einen Autounfall hat. Und obwohl ich sage, ey, ich möchte nicht fahren, das ist mir zu riskant, ich kann nicht so gut fahren, zwingt er mich, trotzdem zu fahren und ich sage nein und dann kriege ich eine Strafe. Das wäre der richtige Vergleich. Völliger Bullshit. was soll das denn sein? Natürlich ist der Vergleich richtig und den Vergleich, den Cecil hier anbringt, ist einfach völliger Bullshit, weil wenn du von dem Autofahren abgehalten wirst, dann ist es so, dass du eben keine andere Person gefährdest und die Bundesregierung möchte jetzt nicht, dass du zwingend Auto fährst und andere gefährdest, sondern sie möchte die Gefahr verhindern, indem sie Bußgelder verhängt, wenn du zu schnell fährst oder halt im Straßenverkehr irgendwas Gefährliches tust. Also der Vergleich von ihm hier, den er hier anbringen möchte und wie er die Aussage hier verdrehen möchte, ist natürlich völliger Quatsch. Ja, aber wo hat er das denn gesagt? Wo ist das Original-Interview? Gesundheitsschutz. Wo ist das Original-Interview? Kann mir das einer mal verlinken? Dann hören wir uns das nämlich mal komplett an. Wann hat er das gesagt? Wann hat er das Interview gebracht? Das ist ja eine wichtige Sache, die man sich dann angucken muss. Ne? Trotzdem zu fahren und ich sage, der richtige Vergleich wäre, der Staat zwingt mich, Auto zu fahren. Also völliger Quatsch. Wir sind ja gleich durch hier. Nicht, wenn man draußen zu schnell fährt. Da. Oh, hier ist nochmal das mit den die öffentlich-rechtlichen. Falschaussage. Versucht neutral zu halten, beziehungsweise nur nach Fakten zu gehen. Und alles, was irgendwie. Wollen wir das nochmal? Gibt gar nicht mehr. Die sprechen gar nicht mehr. Auf meinem YouTube-Kanal. Das Thema. Es geht nur noch um Beleidigung. Nur noch. Alle, die auf Demos gehen, ihr seid alle Nazis. Okay, das war dazu. Packen wir da noch dran. Freunde, ich bin ganz traurig. Sind die neuen Zahlen. So, hier haben wir das Video vielleicht bekommen. So.
Grundsätzlich geht es darum, mit einer höheren... Spahn zur Impfpflicht 6.5.2019. Es geht also vor Masern. Oh. Warte, dann können wir das ja tatsächlich noch mit reinnehmen hier. Wer? Der Staat zwingt mich, Auto zu fahren, obwohl trotzdem zu fahren... Danke, Max. Das ist ja... So. Es ist so dämlich, Dinge aus dem Zusammenhang. Es ist so dämlich. Es ist dämlich. Es ist einfach nur dämlich. Das ist gut, das werde ich aber jetzt auch natürlich, warte mal eben. Mach mal eben so. Die Medias, ach Gott. Streamlabs. Natürlich ist der so, Hauptbildschirm, dürfte ruhig wieder zugucken. Das machen wir mal wieder weg. Dann nehmen wir das eben nochmal auf. Das war eine sehr gute Impfung. Bin ich auch schon im Game drin. War eine sehr gute Impfung. Also. Gut, formuliere ich das mal ein bisschen anders. Also, Cecil, erstmal das Beispiel, was er hier bringt mit dem Autofahren, ist totaler Blödsinn, weil man möchte niemanden dazu zwingen, jemand anderes zu gefährden, sondern man möchte eben mit dem Autofahren und der Strafe beim Autofahren möchte man verhindern, dass eben gefährliches Verhalten im Straßenverkehr dazu führt, dass Leute eben gefährdet werden. Und wenn du jemanden zwingst zum Autofahren, dann gefährdest du ja absichtlich. Also das ist ein blödes Beispiel, was er hier bringt und hat überhaupt nichts... Wow. Gut, die Aufnahme... Kann ich jetzt wieder vergessen, weil irgendeiner Böller draußen schmeißt. Arschgesichter. Also, den Vergleich, den wir hier von ihm sehen, mit dem Autofahren, zum Auto zu fahren zwingen, ist natürlich völliger Blödsinn und einfach völlig verdrehte Tatsachen, denn wenn ich jemanden zum Auto zu fahren zwinge, dann zwinge ich ihn auch dazu, andere Leute zu gefährden und die Strafen fürs Autofahren, fürs zu schnelle Fahren, sind einfach nur dafür da, dass man eben keine Menschen gefährdet, genauso wie beim Impfen, dass man eben mit den Strafen verhindern möchte, dass eben andere Kinder gefährdet werden. Dann sieht man auch noch sehr schön, das haben wir gerade hier auch noch aus dem Chat bekommen, dass dieses Interview, was heute hier gezeigt wird, und jetzt sehen wir einfach, wie dieser Cecil euch manipuliert und euch eben durch Sachen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind, hier verarscht einfach nur. Und zwar ist dieses Interview hier schon am 6.5.2019 entstanden und es geht hier lediglich um die Kindertagesstätten und Schulen, die eben vor Masern geschützt werden sollen. Es geht also nicht um die aktuelle Impfung im Fall Corona oder ähnliches, sondern es ging lediglich um die Impfung, um die Pflichtimpfung gegen Masern bei eben entsprechend Schulen und Kindergartenkindern. Also völlig aus dem Zusammenhang gerissen, nur um euch wieder zu manipulieren. Fakt ist also hier, es hat nichts mit Corona zu tun, widerlegt. Es ist einfach, wie kann man denn so viel Scheiße in einem 8-minütigen Video erzählen? Freunde, ich bin ganz... Es ist so dämlich klarzumachen, dass er in der BRD bereits eine Impfpflicht gibt. Also es ist die Wahrscheinlichkeit wohl ungemein höher, dass es ähnlich auch mit Covid-19 gemacht wird. Nein, weil das was ganz anderes ist. Weil das eine Impfpflicht für die komplette Bevölkerung. Und die ist auch vom Tisch. Der Immunitätsausweis ist vom Tisch. Es gibt auch keinen Entwurf mehr für die Impfpflicht und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, wenn man aber die Sachen aus dem Zusammenhang hier reißt und einfach falsch darlegt, das hat nichts mit der aktuellen Thematik zu tun vom Spahn, sondern ist auf eine Impfpflicht gemünzt, die es schon in Deutschland gibt, dann sollte man sich doch auch klar machen, dass das hier Manipulation auf Next Level ist.
Freunde, ich bin ganz traurig. So, weiter geht's. Sind die neuen Zahlen vom RKI rausgekommen? Es sind echt nur noch 357 Neuerkrankungen. Ja, freu dich doch. Überleg doch mal, wenn das RKI dich jetzt manipulieren würde oder die Bundesregierung, würden sie doch einfach deutlich höhere Zahlen in irgendeiner Weise dort eintragen. Ja, würde ja keiner merken, ob das RKI einfach dann andere Zahlen rausgibt. Macht ja sonst keiner einen Test. Also wenn die euch manipulieren wollen würden, dann würden die doch einfach immer höhere Zahlen dort eintragen, einfach so, anstatt die Zahlen jetzt auch niedriger werden zu lassen und damit eben auch Lockerungen jetzt wieder zuzulassen. Also das ist doch völlig konträr deren, was man den Leuten dann unterstellt. Und schon wieder 1300 Genesene. Also wir haben jetzt schon 169.000 insgesamt, minus 7.400, also... Er sagt mal was Richtiges. Das ist mal... 162.000 minus 145.000, was sind das? Nur noch 17.000 Infizierte in ganz Deutschland. Ja, ist doch schön, dass der Lockdown geklappt hat bei uns. Mann. Dass es funktioniert hat, dass wir das Ganze nicht... Aber wir haben ja noch einen Ass im Ärmel. Wir haben ja noch den R-Wert, weil den kann man, muss man ja nur schätzen. Ah, jetzt kommen wir natürlich zum R-Wert. Aber wir haben ja noch einen Ass im Ärmel. Wir haben ja noch den R-Wert, weil den kann man, muss man ja nur schätzen. Den schätzen wir einfach ganz hoch. Ist doch kein Problem. Also ein zweiter Lockdown sollte hinzukriegen sein. Gut, was er jetzt macht, ist natürlich wieder Angst zu schüren, dass der neue R-Wert jetzt ganz schlimm ist und dass man den einfach nur schätzt und dass der dann zu hoch ist und so weiter. Zufälligerweise stimmt das nämlich auch nicht. RKI, R-Wert. So, R-Wert sinkt unter 1 vor 55 Minuten. Guck mal, wir haben schon wieder aktuelle neue Zahlen. Das ist das Problem beim R-Wert. Wenn du dich einfach tagtäglich auf diese Zahlen stürzt, stehst du später als Idiot da, wenn du das einfach falsch interpretiert hast. Und deshalb macht das keiner. So, R-Wert also wieder unter 1. Schon mal sehr gute Sache. Merkel macht Hoffnung auf Grenzeröffnung. Auch wieder eine gute Sache. In Deutschland, wir sagen, Robert Koch wieder unter dem wirtischen Wert von 1. Gut, gut, gut. Also, das nehmen wir mal für die aktuellen Zahlen. RKI führt neuen R-Wert ein. Das ist nämlich auch eine sehr interessante Sache. Warum? Mehrere Tage lang hierzulande wieder über 1. Und sie wirft wegen statistischer Unsicherheit allerlei Fragen auf. Gut, man ist sich der Sache bewusst, dass da statistische Unsicherheiten drin sind. Und deshalb möchte man eben diese R-Zahl gar nicht benutzen, um irgendwelche Aussagen zu treffen. Das haben wir ja vorhin auch schon bei der Ampel in Berlin gesehen. Berlin, Corona, Ampel. So. So, das können wir nämlich als gutes Beispiel dann auch mal mit reinnehmen, diese Ampel hier. Dass man sich eben nicht nur auf einen Wert verlassen möchte. So, um die Auswahl, Robert Koch in zusätzlicher neuen Reproduktionszahl bei der Pressebriefing. Geglättete Reproduktionszahl. Hintergrund, die Reproduktionszahl R lag in den vergangenen Tagen über 1, obwohl die Zahl der Neuinfektionen gesunken ist. So, und jetzt kommen wir nämlich zu der Sache, warum das so ist, liebe Leute. Aber da kann Cecil wieder mal nicht lesen, er kann die Augen nicht aufmachen. Schad sagt hierzu, die Reproduktionszahl sei mit einer statistischen Unsicherheit behaftet. Unter anderem, weil die Zahl der Neuinfektionen mit einer Verzögerung eingerechnet werde. Und weil die Neuinfektionszahlen eben so niedrig sind, umso höher ist auch die statistische Unsicherheit bei der ganzen Sache. So. Stecken sich weniger, bla bla bla, Hintergründe. Die Neuerkrankungen der letzten 3 Tage können nicht in die Berechnung der Reproduktionszahl einberechnet werden. Genau. Berechnung von R, die auf dem Verhältnis der Infektion von einem Fall von 4 Tagen, bla bla bla, ab dem 4. Ich glaube, Cecil oder so, die verstehen einfach nicht, wie sowas dann berechnet wird. Die haben einfach kein Verständnis dafür, dass sowas, dass Mathematik, Statistik, epidemiologisch betrachtet hier eben dann ein bisschen schwieriger ist. Äh.
Genau, weil die Fallzahlen in Deutschland insgesamt sinken, hätten einzelne Ausbrüche wie die in Altenheimen oder Schlachthöfen einen größeren Einfluss auf die Reproduktionszahl. Das bedeutet, nehmen wir an, du hast halt in Deutschland 10 Leute insgesamt, die infiziert werden. Jetzt hast du aber auf einmal irgendwie noch 10 andere Leute, die sich in einem Altenheim infiziert haben. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt 20 Infizierte auf einmal da sind und dann der Reproduktionswert auf einmal wieder bei 2 liegt, für ganz Deutschland. Das ist nämlich Quatsch, weil bei dieser kleinen Menge an Leuten machen eben solche Hotspots ziemlich viel aus. Und deshalb ist es Quatsch, dass dann der Reproduktionswert eben herangezogen werden muss, um das Ganze zu bewerten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, das ist hier auch verständlich. Gerne doch. Also, auch das ist eine falsche Aussage. Wir hören uns das nochmal an, damit ich darauf eingehen kann. Aber wir haben ja noch einen Ass im Ärmel. Wir haben ja noch den R-Wert, weil den kann man, muss man ja nur schätzen. Den schätzen wir einfach ganz hoch. Ist doch kein Problem. Also ein zweiter Lockdown sollte hinzukriegen sein. Also auch hier liegt Cecil einfach faktisch falsch, denn es ist nicht so, dass man den R-Wert einfach jetzt künstlich in die Höhe treibt und damit einen zweiten Lockdown hervorrufen möchte. Es handelt sich also wieder mal um eine falsche Information, um eine Lüge seinerseits. Wir haben hier mal den aktuellen R-Wert jetzt auch von der Tagesschau von heute. Der sinkt nämlich wieder unter 1, ist heute bei 0,94. Und ich glaube auch, dass solche Leute wie Cecil einfach nicht wirklich verstehen können, wie so ein Wert berechnet wird und was er eigentlich aussagt. Und hören auch überhaupt nicht die Podcasts von Drosten. Denn es ist so, wir gehen das Ganze mal durch mit dem R-Wert, dass jetzt ein neuer R-Wert auch eingeführt wird, weil der alte R-Wert überhaupt gar nicht aussagekräftig ist und einfach zu viele statistische Unsicherheiten eben mit sich bringt. Und das ist natürlich das Problem, was sich auch das RKI eben hier zur Gemüte führt und auch bewusst ist. Und deshalb möchte man jetzt einen geglätteten Reproduktionswert angeben. Und sie sagen eben auch selber, der Reproduktionswert R lag in den vergangenen Tagen über 1, obwohl die Zahl der Neuinfektionen gesunken ist. Also genau das, was Cecil gerade in seinem Video eben versucht, andersrum darzustellen oder negativ darzustellen. Und er sagt hier selber, die Reproduktionszahl R sei mit einer statistischen Unsicherheit behaftet, unter anderem, weil die Zahl der Neuinfektionen mit einer Verzögerung eingerechnet werden. Erstmal das. Und zum anderen, sehr wichtig, weil die Fallzahlen in Deutschland insgesamt sinken, also sehr niedrig sind, hätten einzelne Ausbrüche wie in Altenheimen oder Schlachthöfen einen größeren Einfluss auf die Reproduktionszahl. Das bedeutet, umso niedriger die gesamte Infektionszahl ist, umso unsicherer ist halt dieser R-Wert. Und deshalb möchte man den auch gar nicht benutzen, um darüber jetzt eine Aussagekraft zu treffen, ob jetzt Sachen wieder geschlossen werden sollen oder nicht. Erstmal braucht der R-Wert ein Intervall von 4 Tagen, um das Ganze überhaupt ja, mit berechnen zu können und so weiter. Von daher ist es Quatsch, dass dieser R-Wert jetzt vom RKI in die Höhe getrieben wird, um damit entsprechend wieder einen zweiten Lockdown hervorzurufen. Das ist eine falsche Information. Ganz interessant ist diese Ampel hier aus Berlin, wo man eben verschiedene Werte hat, also einmal den R-Wert, einmal Neuinfektionen und einmal Auslastung der Intensivbetten. Und wenn 2 Ampeln rot sind und eine gelb ist, dann macht man erst Maßnahmen. Das heißt, man hat 3 verschiedene Sachen. Man beruht sich nicht nur auf den Reproduktionswert, sondern auf verschiedene Dinge. Aber wenn es eben bei verschiedenen Dingen dann hochgeht, dann wird man eben tätig. Und vorher noch nicht. Das heißt, wenn der Reproduktionswert irgendwo in der Mitte ist, die Neuinfektionen ein bisschen höher sind, aber die Auslastung der Intensivbetten immer noch nicht hoch ist, dann macht man einfach noch gar nichts. Ja, so sieht das Ganze aus und dementsprechend ist auch das von ihm hier eine falsche Interpretation der Lage. So, genau, er möchte es so verstehen, damit es eben in seinem Kram passt, ne? Also es ist einfach, du brauchst alleine jetzt, um seine 8 Minuten Instagram hier durchzugehen, wo wir die Hälfte auch schon rausgeschnitten haben, brauchst du einfach schon 2-3 Stunden, um das Ganze, das ist ja erstmal jetzt nur das Raussuchen, ja? Natürlich. Guck mal, du sitzt da, du sitzt bei Instagram, machst ein Video, 15 Sekunden lang, ja? Und du brauchst einfach mal 10 Minuten, um eine These, die du gerade in 15 Sekunden aufgestellt hast, einfach zu widerlegen. Und damit ködern die Leute euch, die hauen Informationen, guck mal hier, wir haben die komplette Leiste jetzt, seht ihr gar nicht, ne? Wir haben die komplette Leiste wieder voll mit Tabs hier. Alleine
zu seinen Aussagen. Das ist, das ist der Wahnsinn. Natürlich eine Erschreckung. Also meine Freunde, passt unbedingt auf euch auf. Ne? Das ist alles, alle Maßnahmen sind auf jeden Fall gerechtfertigt, weil aktuell in Deutschland sind 0,0199 gerechtfertigt, weil, ne, das ist euch auf. Passt unbedingt auf euch auf. Ne? Passt, meine Freunde, passt unbedingt auf euch auf. Ne? Das ist alles, alle Maßnahmen sind auf jeden Fall gerechtfertigt, weil aktuell in Deutschland sind 0,0199% von euch infiziert. Und deshalb werden die Maßnahmen auch wieder gelockert. Ich verstehe es einfach nicht. Und genau deshalb werden die Maßnahmen auch aktuell wieder gelockert. Ist natürlich blöd, wenn das bei ihm in Dubai nicht passiert, wo es keine Demokratie gibt, wo eine Person dann das Sagen hat. So, ein kleiner Seitenhieb muss auch sein. Das ist natürlich eine erschreckende Zahl. Und ich gehe davon aus, dass der R-Wert jetzt wegen diesen ganzen Nazi-Demos richtig hochgegangen ist. Und ich gehe davon aus, dass... Oh, warte mal, das kommt noch zum R-Wert. Das ist ganz gut. Und ich gehe davon aus, dass der R-Wert... Weil wir ja gerade gesehen haben, dass er gesunken ist laut ARD. jetzt wegen diesen ganzen Nazi-Demos richtig hochgegangen ist. Und ich gehe davon aus, dass, also wenn jetzt einer immer zwei ansteckt und zwar der zweite den Nazi-Demos richtig hochgegangen ist und ich... Gut, das machen wir hier noch zum R-Wert, den er selber nicht so wirklich verstanden hat. So. Ich gehe davon aus, dass, also wenn jetzt einer immer zweite den dritten und der... Irgend so eine komische Rechnung. Dann sind die Krankenhäuser schon in zwei Monaten überlastet, wieder den ersten ansteckt, dann sind die Krankenhäuser... schon vorher überlastet, weil es ist exponentielles Wachstum. Bitte nicht vergessen und teilt diese Information unbedingt. Wenn und meine Freunde, wenn ihr immer noch nicht verstehen könnt, wie bei nur noch 357 Neuinfektionen der R-Wert jetzt so schnell hochsteigen konnte, dann ist es in dem nächsten Post ganz gut erklärt. Also da ist es wirklich super erklärt. Immer noch nicht verstehen könnt, wie bei nur noch 357 Neuinfektionen der R-Wert jetzt so schnell hochsteigen konnte. So schnell ist der doch auch gar nicht gestiegen. Mein Gott, der ist von 0,9 auf 1 dann hochgestiegen oder was auch immer. Genau, das Wichtigste an den Aussagen ist teilen. So, teile das mit Verschwörungstheorie. Das ist ein Video ausschließlich für Trump-Fans, Nazis, Aluhutträger, Pegida. Okay, aber es in den letzten... Was für ein Video ist das wieder? Ach, ich habe da keinen Bock drauf. Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ja, ich bin immer noch am Schneiden. Und das Video wird definitiv wirklich 83 Millionen Menschen sehen. Also jeder... sieht. Und mir ist es scheißegal, ob dies auf... Der Typ weiß, wie man Marketing macht. Das ist Fakt. Er versucht jetzt wirklich auf Biegen und Brechen, egal was er sonst erzählt, wenn er später als Lügner dasteht und die Sachen aufgeflogen ist, kann er sich einfach hinstellen und sagen, ja, aber das ist doch alles nur wegen uns passiert, dass jetzt die Lockerungen wieder da sind und so weiter. Also er wird sich später, was wir schon bei vielen anderen Leuten ja auch gesehen haben, wird er sich wieder erst als das Opfer hinstellen, dann als der große Retter hinstellen. Man kennt es. Auf meinem Kanal sehen, auf egal welchem Kanal, das muss jeder gesehen haben, weil das über Bill Gates, was... Gut, dann werde ich das Video nämlich auch auseinandernehmen und da möchte ich, dass jeder von euch da draußen das teilt. Es müssen 83 Millionen Menschen müssen dann mein Video sehen. Da so rauskommt, dieses ganze Geschäftsmodell. Ich bin so geschockt und deswegen habe... Okay, der Rest geht nur noch über Bill Gates und sein kommendes Video, bla bla bla. 82 Millionen Menschen, da will ich mal gucken, wie irgendwie so kleine Kinder ab vor 5 Jahren dann so ein Video sehen. Naja, bla bla. Boah. Er ist doch nicht ohne Grund in Dubai, wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach Gott, ey. Eigentlich sollte man seine ganzen Videos mal durchgehen und mal auf Health Claims Verordnungen überprüfen und.
So, hat jetzt einer noch, hat noch einer irgendwie, hier sind ja jetzt auch einige Leute da drauf gekommen, wie ich ja gesehen habe, die ja auch das Ganze gut finden oder entsprechend ja, von seiner Seite unterstützen. Vielleicht sind ja ein paar seiner Fans hier oder sowas. Schreibt doch mal jetzt gerne in den Chat, ob ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Habe ich irgendwas nicht übersehen bei meinen Quellen und so weiter. Wir gehen das nochmal ganz kurz durch. Dann könnt ihr gerne nochmal ein bisschen mitgehen. So, wir haben einmal das mit den Zigaretten, was eigentlich völliger Quatsch ist. Dazu haben wir dann eben rausgefunden, oder habe ich eben gesagt, dass das natürlich, die Zigaretten wurden teurer gemacht, die Zugangsbeschränkungen, die Bilder da drauf und so weiter. Es ist also Quatsch, dass auch nichts gegen andere ungesunde Sachen und Lebensmittel gemacht wird. So. Punkt Nummer 2 war die Aussage hier von Voss, dass dass seine Aussage zu dem Artikel war, dass eine Zweiklassengesellschaft etabliert wird, dass es rechtswidrig wäre gegenüber dem Grundartikel 21 der Charta und das ist Quatsch, weil es ist nämlich kein genetisches Merkmal, wenn du einen Infizierten von einem Nicht-Infizierten trennen kannst und dann natürlich sagen kannst, okay, du bist mit Corona infiziert oder du bist schon immun und kannst jetzt hier entsprechend im Krankenhaus beispielsweise wieder arbeiten. Also, das ist falsch, was er hier sagt. Es ist eine falsche Aussage wieder mal, die wir jetzt gesehen haben. Warum? 1, 2, das habe ich dreimal drin. Nächste Aussage, die wir hier sehen, ist die Aussage zur Ärztekammer, wo er drunter schreibt, wenn ein Arzt bestehende Nebenwirkungen von Impfung kritisch sieht, soll er versetzt werden. Das ist die Realität. Da haben wir gesehen, das ist eine falsche Aussage von ihm. Dieser Artikel handelt vom 10.05.2019 von der Masernpflicht und es geht darum, dass es diese Masernpflicht eben geben sollte. Und wenn Ärzte dann eben den Eltern sagen, du sollst dein Kind lieber nicht impfen und davon abraten, dann ist es so, dass das Ganze eben, dass der Arzt doch lieber versetzt werden sollte. Darum geht es einfach nur. Es ist also eine falsche Aussage. So, dann hatten wir die Aussage. Wir sprechen gar nicht mehr über Zahlen. Dann kommt die Aussage, dass die Medien gar nicht mehr über Zahlen sprechen, gar nicht mehr Fakten, dass sie nur noch beleidigen, haben wir auch widerlegt, indem wir einfach geguckt haben. Wir haben gerade bei der Tagesschau gesehen, es gibt die aktuellen R-Zahlen wieder. Die beschäftigen sich jeden Tag mit den Zahlen. Es ist also eine Lüge. Das nächste ist die Beleidigung hier in diesem Artikel, der natürlich auch nur eine Meinung von einem Schreiberling hier ist, wo er aber ganz klar macht, dass Attila Hildmann wirklich ein bisschen wirr im Kopf geworden ist, indem er eben glaubt, dass wir von Aliens irgendwie abgeholt werden oder was auch immer. Und er behauptet eben, dass er in den Untergrund geht, eine Armee aufbaut und der neue Reichschef wird und was weiß ich nicht was alles, haben wir ja schon gelesen. Also hier auch, das sind keine Beleidigungen, die da stehen, sondern einfach die Tatsachen eines Irren quasi, den man dann auch so bezeichnen darf. Habe ich alle versucht, neutral zu halten, beziehungsweise nur nach Fakten zu gehen. Und alles, was irgendwie eine normales Denken hat, wird geblockt. Also, dass alles geblockt wird und dass alles zensiert wird, ist falsch. Seine ganzen Videos sind online zu Corona. Alle Videos haben wir gesehen. Es sind alle Videos online und selbst von vor 3 Monaten, das erste Video, was er gemacht hat zu dem Thema, ist immer noch online. Deshalb ist es falsch von ihm hier zu behaupten, es wird einfach alles zensiert, obwohl er seine Videos ja neutral macht. Die Berichte guckt von den Tagesthemen. Es geht nur noch um Beleidigung. Nur noch. Alle, die auf Demos gehen, ihr seid alle Nazis da draußen. Genau, das wieder mal, dass alle da draußen, die auf Demos gehen, als Nazi beleidigt werden. Das haben wir auch gesehen, das ist eine falsche Behauptung hier. Es wird davon gesprochen, dass eben gerade auf den Demonstrationen natürlich auch Rechtsextreme, Linksextreme, Esoteriker, Aluhutträger, alle Couleur sich natürlich auch versammeln und das Ganze für sich nutzen möchten und zu ihren Zwecken dann missbrauchen. Und da die ganz normalen Bürger natürlich auch vor Ort sind, die davon aber dann auch beeinflusst werden. Das ist der richtige Zusammenhang der ganzen Geschichte und nicht, dass alle, die auf so Demos gehen, als rechtsradikal bezeichnet werden. Das ist eine falsche Aussage. Das soll er mir doch bitte mal belegen dann. So. Und Sie wollen.
das nächste ist natürlich wieder auf ihn. Ja, ich verstehe nicht, wie man so viel Scheiße in einem kurzen Video unterbringen kann. Es gibt Regulierungen, die die Höchstmenge von oder es soll so sein, dass Vitaminpräparate hier verboten werden, Heilpraktikerberuf und so weiter. Das suggeriert er hier damit und das ist eine falsche Aussage, das haben wir gesehen. Es soll nur EU-einheitlich geregelt werden, was bei den Supplementen als Höchstmenge eben dann zulässig ist oder nicht, gerade weil es eben auch zugesetzt wird in Nahrungsmitteln etc., dass man da eben keine Überversorgung bei Vitamin A oder anderen Sachen eben bekommt, wo das Ganze problematisch werden kann. Also, falsche Aussage. Nächstes Thema. Vierjährige gehen zum Geburtstag zu McDonald's, trinken 2 Liter Cola. Nächstes Thema, dass die Bundesregierung nichts machen würde, dass Kinder einfach zu McDonald's gehen dürften und dass man ja Zucker nicht regulieren würde, haben wir gesehen, ist eine falsche Aussage, denn die Regierung tut auch sehr viel, um den Zuckerkonsum zu reduzieren. Transfettsäuren sind nicht mehr zugelassen in den Mengen. In Kindernahrung sind eben bestimmte Zusatzstoffe nicht mehr zugelassen. Zucker soll eben in Kindernahrungsmittel oder in den Tees jetzt nicht mehr zugesetzt werden dürfen und so weiter und so fort. Das heißt, die Regierung tut auch hier was, wenn auch natürlich langsam. So, das nächste ist, es gibt solche Argumente. Es gibt nur 0,06% Infizierte. Aber 70% der Leute sind übergewichtig und sind für sich selber durch die Ernährung so übergewichtig geworden und krank und so weiter und könnt ja alle was dafür selber tun. Ja, aber er versteht nicht, dass diese 70% natürlich das sich selber angetan haben und für sich selber verantwortlich sind. Bei einem Virus oder bei einer Pandemie sind Leute betroffen, die eben nichts dafür können und dann entsprechend nicht entscheiden können, möchte ich krank sein oder nicht. Die 70%, die können das, die anderen aber nicht. So, weiter geht's. Er blockt selbst, er hat zu lange Basketball gespielt. was ein Wortwitz. So, nächstes Thema, das Video mit dem Spahn hier, wo nicht mal ein Datum angegeben ist, was völlig aus dem Kontext gerissen wird, wo er dann auch wieder suggeriert, dass eine Impfpflicht kommen soll und solche Dinge. Was aber nichts mit dem aktuellen Coronavirus zu tun hat, sondern was eben auch 2019 auf die Masernpflicht zurückzuführen ist, dieses Interview und die Aussage, die gemacht worden ist. Also Manipulation mit ausgeschnittenen Videos, on point, würde ich sagen. Nächstes Thema, Reproduktionszahl, scheint er auch nicht zu verstehen und möchte hier auch wieder suggerieren, dass die nächste Welle kommt, weil das RKI die Reproduktionszahl in die Höhe treiben würde, was falsch ist, denn das RKI sieht selber, dass die Reproduktionszahl bei niedrigen Infektionen eben sehr statistisch unsicher ist und möchte dann eben einen neuen R-Wert einführen, der deutlich sicherer ist. Und der R-Wert alleine sagt eben da nichts aus. Das schreiben auch die Zeitungen. So, das nächste ist mit den Infizierten hier. Weil aktuell in Deutschland sind 0,0199% von euch infiziert. Ja, und das ist doch eine schöne Sache. Ja, habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Wenn, dann bitte jetzt. Wir machen noch hier, ja, noch 2-3 Minuten. Schreibt gerne rein, ob ihr noch was dazu zu sagen habt. Ob ihr noch was dazu sagen wollt. Ob ihr in den Chat noch mit reinkommen wollt, auf Discord oder sowas. Schreibt mal kurz. Hat euch das so gefallen? Also ist das so in Ordnung, wenn wir das so machen? Hat jetzt 2 Stunden gedauert. Jetzt brauche ich natürlich nochmal 1 Stunde, um das Ganze hier zu schneiden, zu bearbeiten, rendern, hochladen und so weiter und so fort. Aber schreibt es gerne jetzt mal rein. Jetzt habt ihr die Chance, kritische Kommentare auch zu schreiben. Schauen ja hier 46 Leute zu. Also muss ja irgendwie vielleicht auch der eine oder andere hier... Danke dir, Friday, für dein 2. Monatsabonnent. Vielen Dank dafür. Freut mich natürlich sehr. Yippie, sagt er. Mit Twitch Prime wieder. Also, ich weiß gar nicht, warum ich 2 Bots drin habe. Streamlabs und Nightbot. Ich glaube, da muss ich mal nur auf einen wechseln.
Ich bin gerade erst in den Chat gekommen, kann nichts Positives noch Negatives sagen. Okay, aber die anderen ja bestimmt. Ich weiß nicht, was macht ihr denn nebenbei? Guckt überhaupt noch jemand zu? Oder habt ihr das nur so nebenbei laufen oder was auch immer? Also, wenn jetzt einer was kritisch äußern möchte, auch hier von den anderen Leuten hier, ne, aus der veganen Ecke, dann macht es doch jetzt live, dass ich auf die Punkte eingehen kann, anstatt sich nachher wieder da irgendwie zu rüber lächerlich zu machen. Jetzt habt ihr die Chance, hier live wirklich mich auseinanderzunehmen und die Punkte, die wir rausgefunden haben, zu widerlegen. Das ist doch die einfachste Möglichkeit, oder nicht? Findet ihr? Finde ich auch. Guck mal, und jetzt haben wir nämlich auch die Möglichkeit hier, die einzelnen Quellen, die werde ich nochmal eben hier rein chauffieren, die wir benutzt haben. Artikel 21, genau, das, was er genannt hat. Zack, dann das zum Impfen. Die Impfaufklärung wird eben auch gemacht, ist auch kein Problem. Schutzimpfung vom Robert-Koch-Institut, Aufklärung darüber steht auch hier. Ach Gott. So, ich warte noch kurz auf, wenn ich hier fertig bin, gehe ich nochmal kurz die Fragen durch und mache dann Ende. FAZ, ARD, Startseite, gut, die brauchen wir nicht, aber das hier sind auch wieder die öffentlichen Quellen, die ja nicht darüber berichten. Ich möchte hier diesen Artikel, gut, dass es auch immer drin steht, da muss ich das nicht extra benennen. Das ist dieser Artikel hier mit der Reportage, dass wir uns ja alles durchlesen sollen. Auch perfekt. Dann haben wir hier die Proteste, genau, das hatten wir auch im Video. Zulassungspflicht hierfür. Und so ein wirrer, das ist einfach ein wirrer Zusammenwürfeln von verschiedenen Themen. Und er weiß es ganz genau. Er kann jetzt quasi sein Steckenpferd, seine Nahrungsergänzungsmittel, kann er da jetzt einweben. Er kann also jetzt ganz klar entsprechend auch, ja, die Medien, wenn die Medien sowieso schlecht daliegen, kann er jetzt natürlich das Ganze auch ummützen auf seine Nahrungsergänzungsmittel und kann sagen, guck mal hier, wenn die bei Corona schon schlecht sind, dann sind die hier auch schon schlecht. Spahn, Interview. So. Sieht doch nach einer günstigen Quellensache aus hier, ne? So, steiger dich da nicht zu tief rein in die Deppen. Ja, aber ihr seht ja, ich hoffe, dass wenn ich wirklich solche Videos dann auch regelmäßig mache, dass die Leute vielleicht auch dann aufgeweckt werden. Ja. Und klar, kriege ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Klicks für, aber ihr seht einfach, es ist auch sehr viel Arbeit und das rechtfertigt die Klicks am Ende auch überhaupt nicht. Also ich habe Klicks verloren, weil ich Videos über Cecil gemacht habe. Ich habe 20, 30 Abonnenten alleine schon durch das Video gestern wieder verloren. Also wenn ich Abonnenten gewinnen wollen würde, würde ich das genau andersrum machen und würde mich dann auf seine Seite stellen. Nebenbei trainieren, sehr gut. Zocken, höchstens einen Flachwitz hätte ich noch, auch gut. Ich war zu spät dabei, aber werde mir das mit Artikel 21 bestimmt nochmal angucken. Gerne. War gut, aber möchtest du jetzt ständig über... ich werde mal gucken. Solange wie die Leute das halt immer noch beklatschen oder so, werde ich das machen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt irgendwie mal so ein, zwei Wochen machen. Es gibt aber immer noch Ernährungsthemen. Morgen, übermorgen kommt Ernährungsthema noch. Und sonst... Ich muss es einfach machen. Ganz einfach. Ihr seht's. Ja, also wer macht's denn sonst? Keiner. Gut. Also, dann. Also ich würde mal sagen, beim Thema Zucker bei Kindern müsste man da tiefer reingehen, weil die das bei den Tees verbieten, ist das halt noch nicht ein grundsätzliches Widerlegen, wenn ich eine Süßigkeitenregal... Ja, aber beim Süßigkeitenregal, das habe ich ja schon gesagt, beim Süßigkeitenregal kannst du ja auch bei Alkohol, kannst du ja auch einfach deinen Vater losschicken, der holt dir Alkohol für deine 15 Jahre. Ja, dann trinkst du zu Hause dein Bier mit deinem Vater mit 15 Jahren. Das kann doch keiner kontrollieren, das geht doch nicht. Ja? Und es sind ja solche Sachen wie,
wie Booster mit Koffein und so weiter sind ja auch mittlerweile, ich glaube schon ab 16 oder so. So, also die letzten 2 Minuten jetzt hier. Ich habe bei Cecil immer so ein ungutes Gefühl, wenn man durch die Storys klickt oder auch Kommentare liest, finde es gut, wenn jemand dann wirklich gegen argumentieren kann. Ich tue mich damit selber schwer. Ja, aber ihr habt ja jetzt, ich will ja auch, dass die Leute sehen, dass es auch möglich ist und sich vielleicht lohnt, einfach mal in die Quellen reinzugucken und da findet man vielleicht ein bisschen mehr heraus. So. 2 Stunden hat es ja jetzt gedauert. Wie gesagt, 3 Stunden dauern so 8 bis 10 Minuten Story-Videos. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Und morgen machen wir dann mit anderen Themen vielleicht weiter. Mal gucken, was morgen kommt. Morgen vielleicht mal ein anderes Thema rein. Und das Video wird dann am Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das Video wird wahrscheinlich am Freitag oder Donnerstag. Vielleicht auch Donnerstag schon kommen. Ne? Also, bis dann, bis dahin und ciao.